Verehrte Damen und Herren, vielen Dank. Oh, Mikrofon geht doch, höre ich gerade. Ja. Vorhin kam die Ansage, Mikrofon geht nicht, dann kann ich etwas mich zurücknehmen. Vielen Dank, dass ich von diesem erlauchten Pult was sagen darf. Das ist ja eine Ehre, hier sein zu dürfen. Religionsunterricht in gemeinsamer Verantwortung. In diesem Titel spiele ich ein wenig mit dem Wort gemeinsam. Wer genau verantwortet denn den Religionsunterricht in Deutschland gemeinsam mit wem? Da sind mit ein bisschen Nachdenken eine ganze Menge von Beteiligten ausfindig zu machen. Staat und Kirche fallen einem natürlich vermutlich als Erste ein, denn schließlich ist der Religionsunterricht eine sogenannte Res Mixa, eine Sache, an der Staat und Kirche mit jeweils verteilten Rollen beteiligt sind. Man kann aber genauso gut an Lehrer und Eltern bzw. Lehrer und Schüler denken, die nur in einer guten Kombination aus Lehrerprofessionalität und Schülerzentriertheit oder Schülerinteresse einen guten Religionsunterricht zaubern können. Die Zeiten in einer frontalen Vermittlung von zeitlosen Glaubenswahrheiten, die sind lang vorbei. Und diese Form von Religionsunterricht existiert hauptsächlich in der Fantasie von Grundsatzkritikerinnen und Grundsatzkritikern, die vielleicht einen eigenen, schon sehr lange zurückliegenden und vor allem offensichtlich einen schlechten Religionsunterricht kennengelernt haben. Heute sind Religionslehrerinnen und Religionslehrer vielmehr Moderatorinnen, Moderatoren von sehr verschiedenen Spielarten religiöser Kommunikation ihrer Schülerinnen und Schüler, in vielen Fällen auch Interpretatoren einer durchaus verklausulierten, ausgesprochen individuellen Art, Religion auszudrücken und zu kommunizieren. Und diese Leistung, ein solcher Moderator, eine solche Interpretatorin zu sein, das ist eine hohe Leistung und dafür verdienen Religionslehrerinnen und Lehrer hohe Anerkennung. Man kann weiterhin bei der Frage nach Gemeinsamkeit sehr begründet an eine gemeinsame Verantwortung von Schule und Gemeinde denken. Das ist vielleicht noch gar nicht so lange her, dass man diese beiden Größen so unkompliziert zusammengedacht hat, denn es hat eher Tradition, auch gerade in der evangelischen Vorstellung von Gemeindearbeit, insbesondere wenn es um Kinder oder Jugendliche geht, dass sie hauptsächlich in Abgrenzung von der Schule stattfindet. Evangelische Jugendarbeit, wie gesagt, ich habe mich damit mal beschäftigt, hat lange Zeit ihr ganzes Gewicht und ihre Bedeutung daraus gewonnen, dass sie eben sich in Abwendung von der Penne, von der Schule, die Jugendlichen indoktriniert, in der Tat ein Stück unter den Zwang stellt, dass sie aus dieser Gegenüberstellung ihr Gewicht gezogen hat. Heute ist das anders und Schule und Gemeinde vor Ort sind sehr wohl auch als Partner für einen guten, gemeinsam verantworteten Schulreligionsunterricht zu denken. Es hat den Vorteil, dass beide die besonderen Chancen ihres jeweiligen Bildungsraumes, einerseits die Schule, andererseits die Gemeinde, miteinander kombinieren können und die verschiedenen Arten religiöser Bildung auch sehr gut zueinander in Beziehung setzen können. Das hat einen großen Vorteil, denn Religionsunterricht steht heute in einer ganzen Menge an Gefährdungen und eine dieser Gefährdungen ist, dass er rettungslos überfrachtet wird mit Erwartungen. Was ein Religionsunterricht in der Schule heute alles leisten soll, das ist schon erheblich, vor allem wenn man sich in dem Gefühl befindet, naja, alle oder fast alle anderen Sozialisationsinstanzen, die lange Jahre, Jahrhunderte für religiöse Bildung auch zuständig waren, Elternhaus, Familie insgesamt, fallen doch weitgehend flach, dann ist es relativ unmittelbar klar, dass auf den Religionsunterricht hier eigentlich die Anforderung zukommt, all diese ausgefallenen Instanzen zu übernehmen. Das kann nur in einer Überforderung enden. Dagegen ist sowohl diese Kombination aus Eltern und Lehrern als auch die Kombination der gemeindlichen mit der schulischen Bildungsarbeit sehr, sehr gut. Und natürlich muss man sagen, ist bei dieser gemeinsamen Verantwortung für den Religionsunterricht
aktuell eine gemeinsame Verantwortung zu denken, die verschiedene Kirchen und Religionsgemeinschaften übernehmen, die jede für sich genommen das auch alleine machen könnten, aber aus guten Gründen mit hoher Überzeugung dieses nicht alleine tun wollen, sondern der Überzeugung sind, dass es für den Religionsunterricht und für die jeweils eigene Gemeinschaft besser ist, es in konfessionell kooperativen oder auch über Religionen hinaus kooperativen Modellen zu tun. Wenn man dieses mal weiterschwingt, dann muss man in den Kreis der Verantwortungsträger eines solchen übergreifenden kooperativen Religionsunterrichtes sicherlich auch die Fächer wie Philosophie, Ethik, Werte und Normen oder wie immer sie heißen mögen, mit einbeziehen. Denn gerade diese gemeinsame Verantwortung einer ganzen Gruppe von Fächern, die sich insgesamt, und jetzt benutze ich einen Terminus aus der neueren Kompetenzforschung, mit der Weltbegegnung in religiös-konstitutiver Rationalität beschäftigen. Religiös-konstitutive Rationalität, das ist ein Ausdruck von Jürgen Baumert, der im Zusammenhang mit der PISA-Studie bekannt geworden ist und der stellvertretend für die kompetenzorientierten religionspädagogischen Ansätze steht. Und diese Fächer, Religion, Philosophie, Ethik, sind Fächer, die eben genau diesem Modus von Weltbegegnung dienen und diese Kompetenzen hervorbringen. Ich werde mich jetzt im Folgenden auf zwei dieser genannten gemeinsamen Verantwortungen beziehen. Das eine ist die gemeinsame Verantwortung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. Das liegt in den Rahmenbedingungen, die wir haben, und vor allem dem zuletzt genannten Modell einer gemeinsam ausgeübten Verantwortung zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften. Das mache ich in verschiedenen Schritten. Zunächst möchte ich einen kurzen Blick auf die aktuelle politische Situation, vor allem hier in Schleswig-Holstein, werfen. Ein nächster Schritt sind ein paar Randbedingungen, die ich nennen möchte, aus religionsverfassungsrechtlicher Perspektive, aus gesellschaftlicher Perspektive und auch aus religionspädagogischer Perspektive. Und während ich das tue, werden Sie unmittelbar merken, dass sich die Diskussion immer wieder auf die Stellung des Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes bezieht. Man kommt immer wieder darauf zurück. Und ich möchte ganz gerne in einem etwas provokativen Ansatz mal fragen, was würde eigentlich sein, wenn wir diesen Artikel 7.3 so nicht hätten oder beschließen würden, ihn gar nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Das überschreibe ich mit der Frage, ist Artikel 7.3 eigentlich ein Hemmschuh oder ein Rettungsanker für den Religionsunterricht an der Schule? Ich verrate noch nicht, was ich sage. Und in einem abschließenden Abschnitt möchte ich dann, bevor Sie hoffentlich selbst daran gehen, sich ein Bild zu verschaffen, wie denn eine zukünftige und zukunftsfähige Form von Religionsunterricht aussieht, für sich selber ein Urteil verschaffen, möchte ich Sie auf ein paar Realitätsverzerrungen hinweisen, die sich mir immer wieder zeigen, wenn wir über den Religionsunterricht sprechen. Denn die sind nicht unwesentlich daran beteiligt, welches Bild wir von der gegenwärtigen Form von Religionsunterricht haben und welche Hoffnungen wir andererseits auf eventuell zukünftige Fragen setzen. Punkt 1. Gegenwärtige politische Situation. Als Frau Schwinge mich vor geraumer Zeit fragte, ob ich nicht hier vor diesem Auditorium etwas über die grundsätzliche Lage des Religionsunterrichts in Schleswig-Holstein sagen möchte, da habe ich nicht damit gerechnet, dass dieses Thema auf den letzten Metern des Wahlkampfes so eine Dynamik aufnehmen würde. Es war über 2 bis 3 Wochen eigentlich jeden Tag irgendein Artikel über Äußerungen aus dem politischen Lager, Richtigstellungen von Lehrerverbänden, Äußerungen, dass man sich das so überhaupt nicht vorstellen könnte und, und. Und es war für mich vor allem erstaunlich, mit welcher Entschlossenheit die politischen Parteien den Religionsunterricht zum Gegenstand ihrer Reformbemühungen machen wollten. Es war wirklich nicht so leicht zu erklären, auch dem politischen Träger nicht, dass dieser Religionsunterricht eben nicht alleine durch politische Programme und Entscheidungsprozesse zu bestimmen ist, schon gar nicht, wenn es um die inhaltliche Ausgestaltung geht. Und es besteht kein Zweifel daran, dass natürlich die propagierten Veränderungen inhaltliche Ausgestaltung sind. Man kann das ja auf den kurzen Nenner bringen, ein Religionsunterricht für alle. Details wurden in der Zeit in der Regel nicht diskutiert, die sind auch schwer, das sage ich entschuldigend dazu. Das ist eine diffizile Materie und man kann es eigentlich
Leuten, die auf dem Gebiet nicht Fachleute sind, fast nicht verdenken, dass sie sich in den vielfältigen Beziehungen ein wenig verstricken. Diese Ankündigungen im Wahlkampf sind nun auch im kürzlich veröffentlichten Koalitionsvertrag wieder aufgenommen worden in einem einzigen Satz. Wir, also die Regierungsparteien, wollen den konfessionsgebundenen Religionsunterricht in Kooperation mit den Religionsgemeinschaften zu einem konfessionsübergreifenden Religionsunterricht umwandeln, in dem alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit gemeinsam unterrichtet werden. Das aus Berlin bekannte Phänomen, dass man sich an dieser Frage des Religionsunterrichts auch politisch heftig die Finger verbrennen kann, das ist in Schleswig-Holstein so nicht passiert, auch wenn ich mal sagen würde, es hat im Vorfeld dann auch manches verbalen Kopfstands bedurft, um sich da zu retten. Aber selbst in diesem Satz aus dem Koalitionsvertrag wird deutlich, wie schwierig es ist, sich nicht in den verschiedenen Begrifflichkeiten zu vertun. Denn erstens muss man sagen, vermeidet dieser Text zwar ein paar in der Hitze des Wahlkampfes unterlaufenen Kompetenzüberschreitungen und Fehleinschätzungen, aber es bleiben Fragen offen. Konfessionsgebunden, das erste Stichwort dieses Satzes, meint ja ganz offensichtlich den an eine bestimmte Konfession gebundenen und damit mehr oder weniger homogenen Religionsunterricht. So wie wir ihn mehr oder weniger auch kennen. Er wird seit langem klassischerweise erteilt, wobei man eben auch denken muss, es wäre auch ein jüdischer, ein islamischer Religionsunterricht, ein buddhistischer Religionsunterricht in dieser Weise ein konfessionsgebundener Unterricht. Das Ziel aus diesem Programm sollte aber doch ganz offensichtlich eben nicht ein konfessionsübergreifender Unterricht sein, sondern ein religionsübergreifender Unterricht. Und schon ist man in der Falle der Begrifflichkeiten. Konfessionsübergreifend benutzt eben anders als konfessionsgebunden ganz offensichtlich eine andere Bedeutung von Konfession. Nämlich als Bezeichnung von Bekenntnis unterschiedlichen Ausprägungen einer Religion. Also, meinetwegen evangelisch-katholischer Religionsunterricht wäre in dieser Weise konfessionsübergreifender Unterricht, wenn man evangelische und katholische Christen als zwei Konfessionen der christlichen Religion bezeichnen möchte. Bin nicht sicher, ob ich mich mit der Behauptung schon irgendwo in die Nesseln setze, aber ich würde das hier mal so stehen lassen. Das Ziel sollte jedoch sein, dass alle Schülerinnen und Schüler völlig unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, wie in allen anderen Schulfächern auch, im Klassenverband unterrichtet werden. An dieser Stelle muss eigentlich schon eine Sache eingewandt werden, völlig unabhängig davon, ob dieser Plan sachgemäß für den Religionsunterricht ist, ob er wünschenswert ist. An dieser Stelle schon muss eingewandt werden, auch dieser Unterricht, wenn er so geplant ist, muss zwingend die Möglichkeit vorsehen, sich von ihm abzumelden. Denn, das habe ich aus dieser Äußerung nicht entnommen, solange von der verfassungsrechtlichen Definition von Religionsunterricht nicht abgewichen wird, ist das zwingend. Und das Erfordernis eines, zumindest eines alternativen Unterrichts bleibt also auch in einem solchen Modell erst einmal bestehen. Es bleibt noch eine interessante Frage, die habe ich mir jedenfalls gestellt. Welchen Mehrwert gewinnen soll, zum Beispiel für den Religionsunterricht? Die Palette ist breit. Ich beginne mit ein wenig plakativen Äußerungen und komme dann in welche, die in meinen Augen auch tatsächlich tragfähig sind für eine gemeinsame Sache. Erstens muss man derzeit doch mit einer etwas diffusen, aber wahrnehmbaren antikirchlichen Stimmung rechnen, die sich trotz der steigenden Bedeutung des Religiösen, wenn es denn darauf ankommt, auch zu einer insgesamt etwas antireligiösen Meinungsmache aufspielen kann. Die Argumente, die hier benutzt werden, sind, ehrlich gesagt, seit 50 Jahren mehr oder weniger unverändert. Und ich beginne mit der Diffamierung von Religion als antiaufklärerisch, als wiedervernünftig. Es geht weiter über allerlei Details aus der Kriminalgeschichte des Christentums, beginnen mit den Kreuzzügen, enden mit der Unterdrückung der Meinungsfreiheit. In der Regel gehören die hier benannten Tatbestände zur früheren Kirchengeschichte. Und sie sind, das kann man so sagen, in der Tat schlimme Auswüchse der allgemeinen Menschheitsgeschichte, von der eben auch die Religionsgeschichte nicht frei ist. Keiner wird dieses leugnen.
Oder aber, und das ist auch nicht selten, sie sind eigentlich absolute Einzelfänomene, die aber immer wieder aufgetischt werden, so als dass der Eindruck erweckt wird, sie beschrieben so etwas wie der Normalfall von kirchlicher oder religiöser Aktion in der Gesellschaft. Vor so einer Folie, bei so einer Wahrnehmung und Darstellung von Religion ist es natürlich nicht verwunderlich, dass schulischer Religionsunterricht zum glatten Gegenteil von Bildung wird. Also ist hauptsächlich indoktrinierend, bevormundend und erführt in die Unselbstständigkeit. Schwerwiegender finde ich, also an der Stelle fällt mir nur das Wort von Petra Bahr ein, von der EKD, die gesagt hat, man wünschte sich, dass die Religionskritiker doch mal so ein bisschen ihre Argumente schärfen würden. Dann hätten wir auch ein bisschen mehr Gegnerschaft, das würde uns gut tun. Dieses hier haben wir eigentlich abgehandelt. Schwerwiegender als dieser doch relativ flache Vorwurf ist der Vorwurf, Religion sei stets der Auslöser von Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, weil Religion aus Prinzip intolerant sein muss. Das ist nicht nur empirisch und theologisch falsch. Es gibt darüber gerade in der letzten Zeit ausführliche Forschungen, empirische Studien, in welcher Weise religiöse Akteure nicht nur nicht konfliktverschärfend, sondern deeskalierend wirken, Konflikte verhindern. Das ist also nicht nur empirisch und auch theologisch falsch. Es torpediert einen eigentlich alle Religionsgemeinschaften verbindenden Konsens, nämlich dass religiöse Bildung Toleranz fördert und die Neigung zu gewaltsamer Konfliktbewältigung senkt. Dieser Konsens besteht jedenfalls zwischen allen Religionsgemeinschaften, die überhaupt ein ernsthaftes Interesse an einem schulischen Religionsunterricht zeigen. Diese Frage von gelingender Toleranzerziehung gehört, das sage ich ausdrücklich, zu den verbindenden Motiven zwischen politischen und religiösen Playern in der Gesellschaft. Wir unterstützen und wir haben die gleichen Ziele wie die politischen Player, wenn sie sagen, wir brauchen einen Religionsunterricht, der Kinder und Jugendliche zu toleranten, zu multikultifähigen Lebewesen in dieser Gesellschaft macht. Dagegen ist nicht nur nichts zu sagen, das ist ausdrücklich Programm von vielen religionspädagogischen Zielsetzungen. Und es verbindet sich hier sowohl das, was in Nordelbien, jetzt in der Nordkirche gesagt wird, als auch mit den Regierungen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das muss ich auch noch lernen, dass wir nicht nur andere Bezeichnungen haben. Ich weiß jetzt auch nicht mehr dieses fürchterliche Dezernat mit dem ellenlangen Namen, sondern kirchliche Handlungsfelder, das macht es leichter. Aber wir haben eben auch eine Regierung mehr. Wir haben Mecklenburg-Vorpommern als weiteren Player im Bereich der Nordkirche. Wir können nur sagen, im Augenblick, alle Angebote von politischer Seite, den Religionsunterricht mit dieser Zielrichtung zu stärken, nehmen wir als Kirche dankbar auf und sind sehr gewillt, daran teilzuhaben und daran mitzuarbeiten. Eine dritte, auf den ersten Blick ausgesprochen plausible, und ich fürchte, erhebliche Zustimmung erlangende These kommt in diesen politischen Aktionen auch zum Vorschein. Das ist die, dass die alles in allem doch recht schwierigen, diffizilen Beziehungen zwischen Staat und Kirche am allerleichtesten durch eine komplette Trennung zu beseitigen seien. Eine solche totale Trennung von Kirche und Staat hat unsere Verfassung im Gefolge der Weimarer Verfassung aus mindestens zwei guten Gründen nicht vollzogen. Sondern die Verfassungsgeber haben bestimmte Schnittstellen definiert, unter anderem den Religionsunterricht. Erstens, und das ist mir wichtig, ist damit eine sehr grundsätzliche Entscheidung über das Funktionieren einer Gesellschaft getroffen worden. Es geht weit über die einzelne Frage von Religionsunterricht und der Berechtigung dazu hinaus, sondern es ist eine Entscheidung, die die Verfassungsgeber getroffen haben und eine Vorstellung, wie Gesellschaften überhaupt funktionieren, und zwar Gesellschaften jeder Größe. Dieses Modell kann man auf kleinste Versammlungen genauso anwenden wie auf riesengroße Gesellschaften. Es geht davon aus, dass in einer Gesellschaft es bestimmte Leistungen gibt, die unverzichtbar sind. Jede Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass bestimmte Funktionsbereiche erfüllt werden. Jedes menschliche Zusammenleben muss das. Beispiel, jede Gesellschaft, jede Kleinfamilie muss eine Methode haben, eine Weise vorhalten, wie sie zum Beispiel die Ernährung bewältigt. Irgendeiner muss etwas zu beißen besorgen, ganz platt gesagt.
wie die Gesellschaft das regelt, ob sie das im eigenen Anbau tut oder ob sie es hoch differenziert im Distributionssystem von Lebensmitteldiscountern macht, ist eine völlig andere Frage. Aber sie muss diese Leistung erbringen. Und diese Leistungen werden in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, wie ich gerade schon angedeutet habe, in der Regel eben nicht mehr immer individuell, sondern durch Institutionen erbracht. Und nur geregelte Beziehungen zwischen den Institutionen und zwischen den Institutionen verschiedener Leistungsbereiche können dann die zu erbringende Leistung verlässlich und auch mit einer gewissen Anpassungsmöglichkeit leisten. Der Funktionsbereich für den Religionsunterricht, Kirche, Religionsgemeinschaften nun steht, ist der ethisch orientierende. Es muss in jeder Gesellschaft eine Einrichtung geben, die ethisch orientierendes Wissen vermittelt. Etwas platt gesagt, die vermittelt, warum sind wir hier, was sollen wir hier, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Was können wir daraus ableiten an Regeln, wie wir miteinander umgehen? Ethisch orientierend. Auch da nochmal der Zusammenhang, das ist das, was auch Baumann sagt mit seiner religiös-konstitutiven Kompetenz. Religiös-konstitutive ist gar nicht einfach das Wort. Religiös-konstitutive Kompetenz ist Kompetenz, die genau hierüber Auskunft geben kann, was sind die fundierenden Wissensbestände, die fundierenden Glaubensbestände unseres Lebens. Dieser Bereich ist ebenfalls natürlich institutionell ausgeprägt, nämlich durch die verschiedenen Religionsgemeinschaften, zum Beispiel auch die Kirchen. Dieser Bereich kann von anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen, also spreche ich genau diese Idee der Trennung an, es wäre alles so einfach, wenn das jeder für sich machen würde. Fakt ist jedoch, wenn man versuchen würde, diesen Bereich zu trennen von den anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen, dann könnte man ihn nur um den Preis trennen, dass man ihn entweder prinzipiell für verzichtbar hält. Das kann man machen. Wird auch so getan zu sagen. Man kann es einfach deswegen abtrennen, weil es eigentlich sowieso Humbug ist. Der moderne Mensch braucht so etwas nicht. Oder aber, man sagt, es ist ein rein privates Phänomen. Auch eine Möglichkeit, es zu trennen von den eigentlichen Prozessen innerhalb in der Gesellschaft. Oder eine andere Variante, und auf die komme ich gleich mal zu sprechen, man regelt es eben nicht, man schafft keine definierten Schnittstellen, sondern vertraut auf das freie Spiel der Kräfte. Ersteres, also der Versuch zu sagen, eigentlich können wir es abtrennen, weil es überflüssig ist, ist meines Erachtens Ausdruck einer missverstandenen Aufklärung. Das zweite Modell, zu sagen, da blöppt sich schon recht, ist Ausdruck einer völlig missverstandenen liberalen Einstellung der freien Kräfte in der Gesellschaft. In Amerika haben wir dieses zweite Modell ebenfalls in der Verfassung verankert, so wie in Deutschland das andere Modell verankert ist, haben wir in Amerika eine Verankerung der absoluten Trennung von Religion und Staat. Man kann allerdings nicht davon sprechen, dass sich hier ein freies Kräftespiel zum Wohle der Gesellschaft eingependelt hätte. Vielmehr kann man eine vielfältig in die Sphäre von Politik, von Wirtschaft und gerade von schulischer Bildung hinein vagabundierende Religiosität beobachten. Das ist Religiosität, die eben, weil sie keinen definierten Ort hat, sich sozusagen irgendwo Bahn bricht. Was dabei rauskommt, sind solche Dinge wie der Versuch, wiederum auch in der Biologie, im Biologie-Schulfach, doch so etwas wie eine biblische Sichtweise der Entstehung der Menschheit zu verankern. Das würde nicht passieren, passiert auch nicht, wenn der Religion ein zugewiesener Platz in diesem System zugewiesen wird, was hier aber nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil muss man feststellen, dass gerade in Amerika die Religion, weil sie keine definierten Stellen hat, durchaus in der Tat fundamentalistische Züge kriegt, extreme Formen von Religiosität entwickelt und unter Umständen tatsächlich das Gegenteil von Freiheit erzeugt. Moralischer Druck von religiösen Gruppen in Amerika ist teilweise erheblich. Es zeigt sich hier, dass fundamentalistische Tendenzen genau das sind, was man erreicht, wenn man vermeintlich diese saubere Trennung zwischen Staat und Kirche versucht. Ich halte das für relativ offensichtlich. Ein letzter Punkt haben auf meinen Parteien dieses Projekt, Religionsunterricht für alle in ihrem Programm, liegt sicherlich auch in der Aussicht, dass ein sich verschärfendes schulorganisatorisches Problem damit zu lösen ist. Das ist einfach so, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Religion findet nicht nur in der geistigen Sphäre statt, sondern es kostet auch Geld. Lehrer kosten Geld, Lehrerinnen kosten Geld
Und sicherlich ist hier auch dieser Aspekt wichtig. Jede Stunde Religionsunterricht kostet x-mal so viel wie eine andere Schulstunde, wobei x die Zahl der Konfession, der Zahl der Konfessionen entspricht, die Religionsunterricht erteilen dürfen, plus Ersatzfach. Also spinnen wir mal ein bisschen. Im Augenblick sind es 2 oder 3. Nehmen wir mal an, wir haben einen starken anderer Religionsgemeinschaften, die völlig zu Recht und völlig nachvollziehbar ihr Recht auf einen eigenen schulischen Religionsunterricht in Anspruch nehmen, dann sind sie sehr schnell in einer Situation, wo eine Stunde Religionsunterricht das 6-fache kostet wie eine Stunde Physik, weil sie müssen 6 Gruppen unterrichten, mit 6 Lehrern, 6 Räumen und so weiter. Und da klingt natürlich die Aussicht auf einen Unterricht, der ausnahmslos alle Kinder in einer Lerngruppe vereint, ziemlich vielversprechend. Das muss man sagen, dass eine solche Kosteneinsparung unter Umständen eintreten kann. Was nicht schlimm ist, dass das passiert. Wenn tatsächlich ein gemeinsam verantworteter Unterricht nur von jeweils einer Lehrkraft unterrichtet wird, ist es günstiger. Allerdings, der Pferdefuß, erst einmal sind erheblich höhere Aufwendungen notwendig, denn Sie müssen für einen interreligiösen Religionsunterricht wesentlich anspruchsvollere Lehrerinnenausbildung vorhalten und Sie müssen vor allem zwingend eine vergleichbare, auf bestimmten Standards beruhende universitäre Ausbildung für muslimische, jüdische, buddhistische und so weiter Lehrkräfte vorhalten. Nur auf diesem Prinzip und nur unter dieser Bedingung macht das Ganze Sinn. Wenn Sie diese Kosten dagegen rechnen, dauert es eine Weile, bis das Modell billiger wird. Das macht aber nichts, denn ich würde sagen, niemand hat behauptet, dass es sozusagen interreligiöse Kompetenz zum Sonderangebotspreis gibt und es darf keine Mogelpackung sein. Und das kommt hier manchmal durch. Ich möchte festhalten, trotz manchen spöttischen Worts in dieser politischen Betrachtung, dass es völlig ungeachtet von manchen Irritationen durchaus Übereinstimmungen gibt in den Zielen für einen modernen Religionsunterricht zwischen Politik und Kirche. Erstens die Forderung von Toleranz, von Kompetenzen im Umgang mit multikulturellen Lebenswelten, Umgang mit Gleichberechtigung von Religionsgemeinschaften und nicht zuletzt natürlich der Wunsch, selbstständige, eigenständige, zukunftsfähige Menschen heranzubilden. Für die kirchliche Perspektive heißt dieses unmittelbar, dass es auch um eine religiöse Bildung geht. Aber das ist vielleicht eine spezielle Perspektive. Grundsätzlich sind wir auf dem Weg dahin, auch wenn wir nicht unbedingt einer Meinung sind, gern bereit darüber zu reden und diese Ziele gemeinsam anzusteuern. Dafür allerdings, und jetzt komme ich zum nächsten Abschnitt, sind unserer Meinung nach die geltenden Regeln keine schlechte Ausgangsbasis. Und damit komme ich genau zu diesem Abschnitt. Ich hatte gesagt, ich möchte ein paar Rahmenbedingungen sagen, A, religionsverfassungsrechtliche Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und auch religionspädagogische. Unter Umständen mag ich jetzt für einige von Ihnen bekannte Sachen, aber ich halte es für wichtig, sich das doch nochmal vor Augen zu führen. In der Bundesrepublik ist der Religionsunterricht, wie gesagt, durch die Verfassung im ersten Abschnitt der sogenannten Grundrechte geregelt. Und was mir wichtig ist, es greift viel zu kurz, wenn man in der Diskussion um den Religionsunterricht, und das wird von allen Seiten gemacht, reflexartig, wirklich wie so ein Griff dahin, auf Artikel 7 Absatz 3 rekurriert. Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach, Klammer auf, das ist die Garantie des Religionsunterrichts. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Also Verantwortung für den Inhalt tragen die Religionsgemeinschaften. Sowohl die Befürworter als auch die Gegner eines Religionsunterrichts der derzeitigen Gestalt übersehen dabei leicht, dass Artikel 7 seinerseits eigentlich eine Konkretisierung des in Artikel 4 formulierten Grundrechts darstellt. 7 steht nicht in der Luft. Und Artikel 4 definiert als ein Grundrecht das Recht auf Glaubensfreiheit und ungestörte Ausübung des Glaubens. Absatz 1, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und erst wenn man diese beiden Artikel kombiniert, dann wird, glaube ich, die besondere Güte dieser Verfassungskonstruktion deutlich. Es ist, wie gesagt, gerade viel zu kurz bei 7 einzusetzen, sondern man muss 7 in Fortführung von Artikel 4 sehen, als Ausformung und Konkretisierung eines individuellen Grundrechts. Es geht nicht, das ist mir wichtig, um ein Grundrecht der Religionsgemeinschaften.
Schon gar nicht werden durch die Verfassung die Kirchen in irgendeiner Form privilegiert. Das ist auch ein oft gehörter Satz, das Grundrecht privilegiert die Kirchen. Sie werden nicht mal erwähnt. Ja, es heißt Religionsgemeinschaften. Ich halte das nicht für einen Zufall. Wenn die Verfassungsväter tatsächlich nur den Kopf gehabt hätten, hätten sie schreiben können, es liegt eine Verankerung der beiden großen Kirchen. Etwas anderes war ja gar nicht vorstellbar. Nein, es geht um die grundlegende Ermächtigung der Individuen, die hier zusammenleben, in diesem Staat. Und die sollen die ihnen zuerkannten Menschenrechte, Würde, Freiheit und Gleichheit wahrnehmen. Es wird diesen Menschen zugetraut und ehrlich gesagt auch zugemutet, selbst ihre Vorstellungen vom Ganzen der Wirklichkeit zu entwickeln. Mit anderen Worten, es wird ihnen zugemutet, auch ein religiöses Wirklichkeitsverständnis zu entwickeln. Und aus diesem können sie dann Vorstellungen über Wertvorstellungen, Prinzipien und Maximen Zusammenlebens oder auch direkte Verhaltensanweisungen freisetzen. Dieses religiöse Wirklichkeitsverständnis, um das es hier geht, benutzt einen extrem weiten Religionsbegriff. Das muss man sich, glaube ich, klar machen. Der ist so weit, dass er sogar die Möglichkeit einschließt, sich gegen ein religiöses Wirklichkeitsverständnis auszusprechen. Zum Beispiel das, was in einer klassischen Religionsgemeinschaft bewahrt und tradiert wird. Das hat Paul Tillich mal sehr pointiert in einem Diktum gesagt, in dem er sagt, das ist die Ablehnung der Religion aus religiösen Gründen. Genau das ist hier in der Verfassung gemeint. Es spiegelt sich hier wieder. Es ist vorstellbar und es muss staatlich geschützt sein, dass ein religiöses Grundgefühl in den verfassten Religionen keinerlei Widerhall findet. Das ist so manchmal und dieses ist geschützt durch den Staat. Die Tatsache allerdings, dass Menschen überhaupt ein religiöses Gefühl entwickeln, etwas, das uns unbedingt angeht, wie Tillich eben auch gesagt hat, auch dieses wird vom Grundgesetz vorausgesetzt. Und so wie es eben auch einer bestimmten Bildung und bestimmter gesellschaftlicher Konstruktion bedarf, seine anderen Grundrechte auszuüben, ist es auch mit der Ausübung der Religionsfreiheit und der daraus resultierenden Religionsausübung. Der Staat kann diese nicht selbstständig erzeugen oder hervorbringen. Er kann jedoch, und genau dazu verpflichtet er sich, durch rein formale Kriterien sicherstellen, dass andere gesellschaftliche Kräfte hier im Sinne der Individuen, für die Individuen tätig werden. Genau dieses ist diese geteilte Aufgabe zwischen Staat und Religionsgemeinschaften, zwischen Staat und anderen Bildungsträgern. Wenn man mal genau hinguckt, dann gilt diese Aufteilung eigentlich nicht nur für Religion. Ist in keinem Einzelnen derjenige, der die Inhalte bestimmt. Das kann er nicht. Der Staat ist nicht in der Lage, Physik zu machen. Er kann allerdings dafür sorgen, dass die Kräfte in der Gesellschaft, die nachweislich Physiker sind und physikalische Fachleute, dort einen garantierten Rahmen finden, um physikalische Bildungserlebnisse zu schaffen. Eigentlich ist es mit der Religion nicht viel anders. Es wird nochmal etwas schärfer und es wird nochmal pointierter, weil es in der Religion eben nicht nur um physikalische Gesetze geht, sondern um die Befindlichkeiten des eigenen Lebens. Das macht nochmal eine neue Qualität. Formale Kriterien des Staates sichern einen Rahmen, in dem die Player für Bildung, für religiöse Bildung, Kirchen, Religionsgemeinschaften, aber auch andere sind denkbar, hier für die Bildung bereitstellen können und sie auch verantworten. Das ist, Sie werden das rausgehört haben, genau das, was dieses dauernd zitierte Votum von Wolfgang Böckenförde sagt, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er sich nicht selbst geben kann. Das heißt, der Staat ist darauf angewiesen, dass es in der Gesellschaft einen Konsens gibt, dass es lohnenswert ist, ein freies Individuum zu sein und für diese Freiheit auch einzutreten. Wenn es diese Individuen nicht gibt, kann der Staat es nicht machen. Ja? Und dieses gilt, cum grano salis, auch für die Religion. Auch die Religion ist, oder die religiösen Gemeinschaften sind ein Teil dieser Bildungskräfte, dieser Kräfte in der Gesellschaft, die etwas für die Existenz des Staates beitragen, was er sich auf keinen Fall selbst geben kann und selbst nicht besorgen kann. Das ist sozusagen diese Denkfigur von Artikel 7. Da wird formal definiert, dass der Religionsunterricht eben zu den unverzichtbaren Grundrechten der Individuen gehört. So, ich fürchte, ich bin schon in einem zweiten, um zu gucken. Wenn man mal diese etwas
oder sehr grundsätzlichen Rechtsübertragungen nimmt. Nein, stopp, eine Sache möchte ich Ihnen doch noch sagen, das ist eine nette Anekdote. Wenn man die Artikel im Grundgesetz mal nachliest, dann wundert man sich erst in Artikel 7, bevor es zu diesem bekannten Absatz 3 kommt, wo eben der Religionsunterricht überhaupt definiert wird, wird in Absatz 2 eigentlich erstmal festgestellt, dass jeder berechtigt ist, sich davon abzumelden. Da fragt man sich eigentlich, ist ja merkwürdig, ist auch gar nicht ganz klar, wovon er sich abmelden kann, aber erstmal wird das Recht definiert. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck genau dieser Abfolge. Das ist die Rechtslogik dahinter. Es beginnt ja nicht mit dem Religionsunterricht, sondern es beginnt mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit. Und das ist, glaube ich, die logische Begründung, warum auch im Artikel 7, wo es dann tatsächlich um den Religionsunterricht geht, erstmal gesagt wird, ihr seid frei und könnt euch abmelden. Dann wird gesagt, wie das dann genau aussieht. Im ersten Moment denkt man dann nur, nachher ist es eigentlich ganz logisch. Aus diesen relativ grundlegenden Überlegungen, das gebe ich gerne zu, tendieren die Kirchen dazu, zu sagen, wir möchten diese Konstruktion nicht aufgeben. Und dabei ist es relativ irrelevant, dass, wenn man es ändern würde, es den Religionsgemeinschaften schaden würde. Viel wichtiger ist, dass dadurch dieses grundlegende Staatsverständnis, die Freiheit der Individuen und die staatliche Aufgabe einer formalen Absicherung nicht mehr greifen würde. Es ist mit Sicherheit richtig, dass auch die Erfahrung aus dem Dritten Reich diese hier beschriebene Selbstbeschränkung des Staates noch plausibler machen. Dass man gesagt hat, nie wieder ein Staat, der den Menschen vorschreibt, wie sie glücklich zu werden haben und woran sie zu glauben haben. Aber eigentlich ist interessanter die interne Rechtskonstruktion. Ich bin kein Jurist, ich bin Theologe, aber in dem Teil kann ich mich ein bisschen für begeistern, dass ich sage, ja, da ist eine große Logik drin und vor allen Dingen eine Logik, die ausgesprochen lange tragfähig ist, selbst unter veränderten Bedingungen. Es folgen ein paar Grundsätze aus dieser Betrachtung, wie Staat und Religionsgemeinschaften einerseits und andererseits die verschiedenen religiösen Kräfte nun miteinander diese gemeinsame Verantwortung für den Religionsunterricht ausüben können. Ich sagte schon, es ist völlig klar, dass die Verfassung offen ist für eine Vielzahl von religiösen Trägern, prinzipiell unbeschränkt. Ist überhaupt nicht benannt. Und ob das in 1949 konkret vorstellbar war oder nicht, das ist eigentlich relativ unerheblich. Es entspricht diesem Verständnis von der Freiheit im Staate, dass die Kräfte, die dem Staat seine Grundlagen schaffen, eben nicht ein für alle Mal festgelegt sind. Die können sich ändern. Und es ist gut, dass sie sich ändern und auf diesem Wege ändern sie dann auch die Grundlagen, auf denen der Staat fußt. Und solche Entwicklungen, die auch diese Grundlagen ändern, haben wir ohne Frage zurzeit ja vor Augen. Wir haben religiöse und kulturell plural, eine religiös und kulturell plurale Gesellschaft. Das war 1949 sicherlich nicht so absehbar. Und es ist nicht alleine die Sorge um die religiöse Bildung, sondern die Sorge für eine ganz allgemeine Bildungsverantwortung, dass gerade die evangelische Kirche dafür eintritt, dass auch andere Religionsgemeinschaften in die Lage kommen, einen eigenen Religionsunterricht zu verantworten. Auch sie, diese vor 20 Jahren noch nicht existenten, uns noch reichlich unbekannten Gruppen, müssen in die Lage kommen, diesen gesellschaftlichen Prozess zu steuern, an ihm teilzunehmen. Und genau das wäre Ausdruck der Integration. Alles andere wäre nicht viel mehr als Anpassung. Deswegen ist es ein Ausdruck der allgemeinen Bildungsverantwortung, dass die evangelische Kirche vielleicht etwas befremdlich sagt, wir sind dafür, dass eben auch muslimische Gruppen dieses Recht bekommen. Es tut uns gut, es tut der Gesellschaft gut. Deswegen treten wir dafür ein. Festzuhalten ist weiter, dass nach dieser Regel in der Tat der Staat nicht das Recht hat, über Inhalte des Religionsunterrichts zu entscheiden. Er muss Festlegungen der Religionsgemeinschaften in weiter Hinsicht akzeptieren und eine Plattform im schulischen Betrieb gewährleisten. Allerdings, auch dieses Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften findet eine Grenze. Einerseits natürlich in der Verfassung selbst. Es ist relativ logisch, dass das Recht, das sich aus der Verfassung ableitet, nicht dadurch gebrochen werden kann, dass man gegen den Geist der Verfassung verstößt. Andererseits, und die andere Grenze, die Religionsgemeinschaften können über die Inhalte entscheiden und sie festsetzen, aber sie können nicht die formale Definition des Religionsunterrichts der Verfassung ändern.
das ist jetzt das ist ein spannender Punkt. An dem Punkt kommen wir ein bisschen an den Knackpunkt, wenn wir über Kooperation nachdenken. Die Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften, Sie erinnern sich, das war der Satz aus der Verfassung, er muss schon plausibel sein. Und diese Plausibilität ist etwas, was der Staat überprüft, auch überprüfen darf, würde man sagen, auch überprüfen muss. Nach geltender Auslegungstradition kann das nur so sein, dass jeweils eine Religionsgemeinschaft bezüglich eines Religionsunterrichts genau diese Übereinstimmung feststellt. Das ist im Augenblick die geltende Auslegung. Und wie ich schon sagte, genau das ist die Hürde, an der natürlich die Weiterentwicklung von interreligiösen, kooperativen Religionsunterrichten im Augenblick ein wenig knabbert. Der Hamburger Weg eines Religionsunterrichts für alle in evangelischer Verantwortung kreist genau um diesen Punkt. Der Nachsatz in evangelischer Verantwortung war es, der bisher die Verfassungsgemäßheit garantiert hat. Und genau dieser Nachsatz steht natürlich zur Disposition, wenn der Unterricht nun gleichzeitig in der Verantwortung anderer Gemeinschaften steht. Es ist ein wenig die Quadratur des Kreises, ich gebe das zu, man muss sich dem mal ein bisschen aussetzen. Es ist ein Religionsunterricht und verschiedene Religionsgemeinschaften sagen, jawohl, dieser Unterricht ist in Übereinstimmung mit unseren Grundsätzen. Und genau an diesem Punkt greift der Staat momentan ein und sagt, das kann nicht sein. Ich werde ganz am Ende darauf zurückkommen, wie ich mir vorstellen könnte, wie man aus dieser Zwicke rauskommen kann. Ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass die Juristen mir folgen. Das tun die selten. Also, das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften findet hier eine Grenze an dieser verfassungsmäßigen Definition. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, der auch für den Gesetzgeber wichtig ist. Es muss schon auch plausibel sein, warum es sich um einen religiösen Unterricht handelt. Nicht jeder beliebige Unterricht, der von irgendeiner Gemeinschaft erteilt wird, kann für sich in Anspruch nehmen, ein religiöser Unterricht zu sein. Also irgendein transzendentes Element, etwas, was Rückbindung des Menschen, Religio bedeutet, muss feststellbar und nachweisbar sein. Jedenfalls so die bisherige Rechtsprechung. Was also nicht geht, das ist schade in gewisser Hinsicht, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz richtig. Was nicht geht, dass zum Beispiel die kooperierenden Religionsgemeinschaften miteinander vereinbaren, dass der religionsübergreifende Religionsunterricht selbst zu ihren Grundsätzen gehört. Das ist natürlich ein schöner Trick. Die Gemeinschaften sagen, einen Augenblick mal, genau das Dialogische, genau das Kooperative, das Miteinander den Religionsunterricht veranstalten, genau das ist in Übereinstimmung mit unseren Grundsätzen. Da sagt der Staat, nö. Das geht nicht, denn das greift die formale Definition an, die ich aufgestellt habe. Das ist auch die Aussage von Christoph Link, der 2001 das Gutachten verfasst hat für das Modell in Hamburg und dessen Verfassungsgemäßheit attestiert hat, wie gesagt, in evangelischer Verantwortung. Aber auch Christoph Link, dem man sicherlich ein weites Herz für kooperative Modelle zubilligen kann, sagt ganz klar an der Stelle, wo fünf verschiedene Religionsgemeinschaften behaupten, dieser Unterricht ist genau übereinstimmend mit meinen Grundsätzen, würde der Staat nicht mehr mitspielen und dieser Unterricht fest den Boden von Artikel 7.3. Zweiter Punkt, die gesellschaftliche Veränderung. Da ist schon viel gesagt worden, das kann ich relativ kurz halten. Es ist völlig unbestritten, dass im Vergleich zur Zeit der Abfassung des Grundgesetzes einige Faktoren sich verändert haben, die auf einen zeitgemäßen und vor allem zweckdienlichen Religionsunterricht hin beleuchtet werden müssen. Ich nenne nur Stichworte. Kulturelle Pluralität einschließlich der Religion habe ich schon etwas zu gesagt. Zweiter Punkt, der Traditionsabbruch. Kirchen, Religionsgemeinschaften, aber auch ganz viele andere Institutionen der Gesellschaft leiden darunter, dass eben es nicht selbstverständlich ist, dass man bestimmte Traditionen fortführt. Die neue Generation hört sie auf, findet andere Traditionen. Das ist ein Problem. Bestimmte Inhalte, die jahrhundertelang fraglos, ich hätte fast gesagt, von druiden Ohr zu, von druiden Mund zu druiden, werden nicht mehr mitgeteilt. Karl-Heinz Einzel, der Sprecher der schleswig-holsteinischen Religionslehrerverbandes, hat immer ein sehr, sehr, wie ich finde, lustiges Beispiel für Traditionsabbruch. Wenn man sagt, naja, Szenen in einem Harburger Kaufhaus, eine junge Frau möchte sich für ihre Kette ein Kreuz als Schmuck kaufen und die Käuferin breitet die Palette vor ihr aus und stellt dann die Frage, ja, möchten Sie eins mit oder ohne Männchen? Das ist schon ein recht derber Fall von Traditionsabbruch. Es zeigt aber, wo einfach auch Lücken sind, die wir früher nicht gehabt haben.
Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass natürlich so etwas wie Herausforderung zu autonomer Sinnkonstruktion eine ganz neue Leistung darstellt. Es ist eben nicht mehr möglich, wie in früheren Epochen, Sinn einfach aus Tradition zu übernehmen. Ich mache das, was mein Vater macht. Das ist sinnvoll und ich muss dieses nicht im Einzelnen prüfen und ich muss dieses nicht im Einzelnen hinterfragen. Das hat schon sein Vater gemacht und der Vater davor übrigens auch. Was brauche ich mehr an Begründung? Es leuchtet unmittelbar ein, dass dieses nicht mehr funktioniert. Heutzutage müssen Sie individuell Sinn produzieren, Sinn herstellen, Sinn verknüpfen und diesen Sinn auch bewahren gegen manche Anfechtung. Letzter Punkt, Veränderung von Schule selbst. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass ja die Schule, in der der Religionsunterricht stattfinden soll, sich gewaltig verändert. Es ist eben die Veränderung von der Vormittagspenne zum Lebensraum Schule, den wir hier gewärtigen müssen. Und es wirft nochmal ein neues Licht auf die vorhin von mir genannte Kooperation und die gemeinsame Verantwortung von Gemeinden und Religionslehrerinnen in der Schule. Es wird ja dem Religionsunterricht, das ist dann doch nochmal so eine kleine Philippika, die ich machen muss, gerne vorgehalten, dass er ja nun endlich sich mal verändern müsse und auf moderne Herausforderungen reagieren muss, wenn er denn überhaupt noch etwas zu sagen haben will in dieser Gesellschaft. Und da kann ich nur sagen, es tut mir leid. Ich kenne keinen Fachunterricht, der eine ähnlich vielschichtige und abwechslungsreiche Geschichte der konzeptionellen Veränderung durchlaufen hätte, wie der Religionsunterricht im letzten Jahrhundert. Da könnt ihr sagen, alle 10 bis 15 Jahre ist ein völlig neues Modell gekommen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht alles aufzählen, aber von Kirche in der Schule über sozialisationsbegleitenden Unterricht, problemorientierten Unterricht, den die meisten von Ihnen vermutlich noch genossen haben, Symbolorientierung und. Und die Halbwertszeit dieser Modelle war relativ kurz. Also der Vorwurf, der evangelische Religionsunterricht würde sich nicht verändern, der ist nun wirklich nicht haltbar. Da gibt es einfach Fakten. Man könnte vielmehr, auch das hört man manchmal als Kritik, die Vermutung äußern, dass er vor lauter Veränderung und vor lauter Anpassung an den Zeitgeist sein eigentliches Zentrum verloren haben könnte. Genau das für die dritte Abteilung, nämlich die religionspädagogischen Rahmenbedingungen. Wir müssen und wir können doch zur Kenntnis nehmen, dass in der religionspädagogischen Diskussion das Thema Multikulturalität, Multireligiosität, gesellschaftliche Pluralität längst angekommen ist. Es steht im Lehrplan, die Berücksichtigung, die Beschäftigung mit anderen Religionen, mit anderen als der jeweils eigenen, gehört fest zum Lehrplan. Die Öffnung des in den meisten Bundesländern ja noch konfessionell homogenen Unterrichts für Kinder, Jugendliche anderer Religionsgemeinschaften oder auch Konfessionslose ist in fast allen Fällen Praxis. Und es wird übereinstimmend berichtet, dass dieses durchaus einen sehr belebenden Effekt auf den Religionsunterricht haben kann. Und auch in den Theorieansätzen einer ökumenischen, einer dialogischen, einer Friedensreligionspädagogik spielt die interkulturelle und interreligiöse Kompetenz eine herausgehobene Rolle. So weit, so gut. Und doch muss festgehalten werden, dass dieses natürlich nur die zweitbeste Form einer schulischen religiösen Bildung für alle Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft ist, denn auch hier ist es religionspädagogischer Konsens, dass gerade die Person der Lehrkraft als authentische Verkörperung dieses Welt- und Selbstverständnisses, das sie trägt, entscheidend zum Bildungserfolg beiträgt. Wenn der Religionslehrer oder die Religionslehrerin nicht authentisch und nicht glaubwürdig ist, dann hat der Glaube, der vertritt schlechte Karten. Da kann er so brillant sein, theoretisch, wie er oder sie will. Zu dieser authentischen Darstellung gehört auch der Umgang mit Schwächen, mit Zweifeln, mit persönlichen Erfahrungen von Misserfolgen und dergleichen mehr. Also man kann auch beruhigend sagen, der Religionslehrer, die Religionslehrerin muss kein Heiliger sein, sondern vielmehr ein sehr alltagstauglicher Prototyp einer erwachsenen Religiösen. Überhaupt muss man sagen, dass auch in der neueren Diskussion neben symbolorientierten mehr als früher jedenfalls mit einer sehr an der Glaubenspraxis orientierten Ausrichtung die Bedeutung, die Kompetenz der Lehrkraft entscheidend ist. Das betrifft insbesondere die Fähigkeit zu religiöser Sprache, denn auch wenn es um Symbole geht, auch wenn es vielmehr als früher um religiösen Ausdruck geht, ist doch das Metier des Religionslehrers nach der Religionslehre nach wie vor die reflektierte religiöse Sprache.
Das gilt genauso für die neuesten Ansätze von interreligiösem Unterricht, wenn Sie Videos sehen, Unterrichtsgeschehen des Hamburger Weges, was dort gemacht wird, wenn Kinder, Jugendliche aus verschiedenen religiösen Traditionen miteinander ins Gespräch kommen, dann werden Sie sehen, das kann man natürlich auf dem Video sehen, mit welcher Aufmerksamkeit, mit welcher Kompetenz, mit welcher sprachlichen Kompetenz Lehrkräfte hier agieren müssen. Wie ich sagte, moderierend, interpretierend. Jugendliche sind nicht einfach fähig, sich in ihrem Glauben auszudrücken. Die sagen unter Umständen etwas ganz merkwürdig. Da muss der Lehrer die Fähigkeit haben, zu interpretieren, was er eigentlich sagen will oder was sie eigentlich sagen will. Er muss in der Lage sein, Konflikte nicht gleich einzudämmen, sie ein Stück zu ertragen, aber zu verhindern, dass sie persönliche Konflikte werden. Und das ist ein ausgesprochen schwieriges Geschäft. Und genau in diesem Geschäft ist es natürlich wichtig, dass er immer auch Prototyp der eigenen Religion ist. Und genau dieses haben bisher ausschließlich evangelische oder hauptsächlich evangelische und katholische Schülerinnen und Schüler. Es gibt noch nicht so viele islamische Lehrkräfte. Das ist natürlich unbedingt zu verändern. Man kann festhalten, dass der Status quo, den wir im Augenblick haben, entgegen mancher Verdächtigung gar nicht so schlecht dasteht. Und es gibt zweifelsohne gute Gründe, an dieser Stelle weiterzudenken. Einerseits hinsichtlich mehr eigenen Religionsunterricht, das ist, was ich vorhin ansprach, es ist zu fördern, dass mehr und zunehmend verschiedene Religionsgruppen auch das Recht bekommen und eigenen Religionsunterricht verantworten können. Es ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Und andererseits hinsichtlich viel ausgedehnterer, kooperativer Elemente im Religionsunterricht. Und das sage ich sehr deutlich. Nicht allein aus schulpraktischen, nicht weil es billiger ist, weil es einfacher zu organisieren ist, sondern auch aus religionspädagogischen Gründen. Fragt man nämlich nach dem übergeordneten Ziel des Religionsunterrichts, jenseits von sich ändernden Theoriemodellen, jenseits von Konzepten, dann geht es immer um die Ausbildung einer stabilen, lebenstauglichen, religiösen Identität. Die spannende und bisher strittige Frage, das muss man zur Kenntnis nehmen, wir haben hier keine Einigkeit in der Diskussion, im Dialog, was nichts anderes heißen kann, als in einer sehr, sehr aufwendigen Vergegenwärtigung von Gemeinsamkeiten und Differenzen. Michael Muxter, Systematiker in Hamburg, hat das ganz dankenswert deutlich gesagt, dass er sagt, aus theologischen Gründen hat nur ein kooperatives Modell wirklich eine Chance, was eben abbildet und wahrnimmt, dass neben Offenheit auch Bestimmtheit notwendig ist. Religion funktioniert nicht ohne Bestimmtheit. Und das ist neben der Ambivalenz, so geht es aber anders geht es auch, sagt der Rheinländer, das ist neben der Ambivalenz, aber eben auch eine dringende Notwendigkeit von Eindeutigkeit braucht, wenn es um religiöse Dinge geht. Und nur wo diese beiden in einem Wechselspiel stehen, kann wirklich von religiösem Dialog gesprochen werden, von einem ernstzunehmenden Dialog. Und auch nur hier kommt man eigentlich der Qualität von religiöser Wahrheit nahe. An diesem Punkt ist mein Eindruck, hat es nun der evangelische Religionsunterricht etwas einfacher. Denn ihm ist es ja eigentlich in die Wiege gelegt, dass es neben der Eindeutigkeit auch stets die Ambivalenz des Bekenntnisses und der religiösen Überzeugung gibt. Das ist ja das Protestantische am Glauben, dass er in seiner Definition immer auch dessen Begrenztheit, immer dessen Vorläufigkeit und immer den antwortenden Charakter von Bekenntnis im Sinn behält. Bekenntnis ist nichts, was vorausgesetzt wird, sondern Bekenntnis ist etwas, was ich als evangelischer Christ antworte. Es ist die Antwort auf sola gratia, auf die vorlaufende Gnade des Glaubens durch Gott. Das bezieht sich im Übrigen, das ist in lutherischen Kirchen manchmal etwas heikel zu sagen, auch auf die Bekenntnisschriften. Auch die sind vorläufig. Und sie sind jedenfalls im protestantischen Sinne immer auch anzuzweifeln und immer auch auf den Prüfstand zu stellen. Sie sind also nicht unumstößlich, nicht unumfehlbar. Das macht den evangelischen Glauben manchmal schwierig, manchmal auch schwieriger. Aber für die Vorstellung, wie in Kooperation in einem Religionsunterricht nun religiöse Identität ausgeprägt werden soll, ist es einfacher. Denn genau dieses Modell wird doch hier zugrunde gelegt. Protestantischer Glaube ist eben auch individueller Glaube und von daher stets zu prüfen und zu bewähren, unter Umständen auch umzumodeln, in der Begegnung mit den anderen glaubenden Individuen. Es ist nichts, was man hat, auf das man sich stellen könnte. Weiß nicht, ob es Karl Barth war, der gesagt hat, auf den Glauben kann ich mich nicht stellen. In dem Moment, wo ich mich auf den Glauben stelle, habe ich ihn verdinglicht und es ist nicht mehr sola gratia, es ist nicht mehr der Glaube in protestantischer Sicht.
Das ist doch eigentlich eine ziemlich gute Voraussetzung für die Vorstellung, dass so etwas wie religiöse Identität sich gerade im evangelischen Sinne in einer Auseinandersetzung entwickelt und nicht in einem Bewahr, in einer homogenen Gruppe, in der man erst einmal aufbaut und dann sagt, wenn ich mich stark genug fühle, dann gehe ich in den religiösen Dialog. Ich habe es etwas spöttisch das Ritterfestspielmodell genannt. Als Ritter wurde man erst Knappe, dann lernte man die Waffenkunde, dann lernte man Reiten, dann hatte man so ein paar leichtere Turniere mit Gleichgesinnten und wenn man dann fit war, dann ging man in den Ring und dann konnte man, wenn man Glück hatte, den Gegner mit der Lanze vom Pferd schubsen. Dieses ist ein Modell von religiösem Dialog, was nicht hinhaut. Herr Lemmermann, bekannter Religionspädagoge, hat mal gesagt, das Tückische am religiösen Dialog ist, man muss eigentlich die Gefahr mit einbeziehen, dass der andere mich überzeugen könnte. Dem ist so. Und ohne diesen Preis werde ich keinen echten Dialog gewinnen. Und das gilt auch für den Dialog in einem schulischen Religionsunterricht. Es geht also nicht, oder die Pointe des interreligiösen Lernens ist nicht die Aneignung von Positionen und deren Bewährung in der Begegnung, sondern in der gemeinsamen Profilierung des eigenen Standpunkts, und zwar in der Auseinandersetzung, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Jetzt kommt die provokante Frage, Rettungsanker oder Hemmschuh. Was wäre denn, nehmen wir nur mal an, wir hätten Artikel 7.3 nicht. Herzinfarkt. Aber wir können mal andersrum anfangen. Legen wir mal zugrunde, ich weiß, dass es nicht Konsens ist, ich lege es hier mal zugrunde, es gibt theologisch, religionspädagogisch, gesellschafts- und bildungspolitisch hinreichend gute Gründe für einen kooperativen Religionsunterricht. Dann haben wir ja eigentlich mit dem Hamburger Weg einen Ansatz, mit dem wir erstens schon Erfahrung gesammelt haben und zweitens die gute Situation haben, dass die Beteiligten mit großer Mehrheit eine Fortsetzung wünschen. Also auch die islamischen Gruppen, die bisher sozusagen unter dem Dach der großen evangelischen Kirche auch mitmachen durften, haben geäußert, selbst wenn wir jetzt die Berechtigung bekommen, einen eigenen Religionsunterricht zu verantworten, wir möchten es nicht, wir möchten weiter mit euch den kooperativen Religionsunterricht haben, jetzt als gleichberechtigte Partner. Das ist eine starke Aussage, wie ich finde, in den islamischen Gruppen auch nicht unumstritten, denn man muss sich vorstellen, dass man nun gerade dieses Recht erkämpft hat. Und schon gibt man es praktisch wieder ab und sagt, wir machen es mit euch zusammen. Also das ist ein Modell, was eigentlich von einem breiten Konsens und von einer breiten Anerkennung der Beteiligten getragen wird. Von Schülern, Schülerinnen, von Eltern, von Lehrern und Lehrerverbänden und auch von der Politik, vom Staat. Natürlich hat der Staat ein Interesse daran. Es dient seinen integrativen Interessen und nebenbei ist es alles in allem etwas einfacher zu organisieren. Man kann das auch auf kleinere Modelle runterbrechen. Es gibt auch in Schleswig-Holstein Modelle von Kooperationen, meistens interkonfessionell. Manche von denen kennen wir, manche auch nicht. Und alle wird irgendwann das Problem ereilen, dass sie eigentlich von allen Beteiligten als gut und zweckdienlich empfunden werden, aber kollidieren mit der Rechtslage. Genau das passiert jetzt in Hamburg. So, und das ist natürlich der Grund dafür, warum der Schleswig-Holsteinische Religionslehrerinnen- und Lehrerverband relativ unverhohlen sagt, Leute, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir Artikel 7.3 einfach links liegen lassen. Es ist nicht mehr machbar. Wir können modernen Religionsunterricht nicht auf der Basis von Artikel 7.3 machen, weil wir über diese Definition von mit den Grundsätzen übereinstimmend einfach nicht mehr ausfüllen können. Ich bin an der Stelle etwas vorsichtiger. Das mag daran liegen, dass ich im Kirchenamt arbeite, da wird man immer etwas diplomatischer, meistens jedenfalls. Mir erscheint es viel naheliegender, dass man nochmal genau den Knackpunkt einer verfassungsrechtlichen Anerkennung nochmal genau beguckt. Denn, wie gesagt, Modell, man lässt mal Artikel 7.3 sausen. Was müsste man tun? Man müsste ja in irgendeiner Weise eine neue Vereinbarung treffen zwischen staatlichen Stellen und Religionsgemeinschaften. Oder aber man sagt gleich, lass fahren dahin, das macht der Staat alleine. Über die negativen Folgen habe ich eben gesagt, brauche ich nicht nochmal wiederholen. Aber nehmen wir mal an, der Staat ist auch davon überzeugt, dass vielleicht der Religionsunterricht gar nicht so schlecht bei religiösen, weltanschaulichen Gruppen und so weiter aufgehoben ist. Dann muss also ein neuer Vertrag her, wo genau dieses drinsteht. Es geschieht in gemeinsamer Verantwortung. Es müsste weiterhin in einem solchen Vertrag verankert sein, dass der Staat bitteschön, sich aus den Inhalten rauszuhalten hat.
weil er kann sie nicht selbst übernehmen oder er braucht die Religionsgemeinschaften nicht mehr. Und es müsste weiterhin in einem solchen Vertrag auch eine gewisse Absicherungsklausel, so eine Plausibilitätsklausel drin sein, die sagt nun, ihr könnt aber auch nicht alles unterrichten. Es muss schon plausibel, nachvollziehbar Religion sein. Das können Sie jetzt noch ein bisschen weiter treiben und am Ende haben Sie fast Artikel 7 oder Artikel 4. Also Sie haben eine Vereinbarung zwischen den Playern des Religionsunterrichts, die relativ ähnlich ist mit dem, was wir haben. Und das bringt mich eigentlich dahin zu sagen, vielleicht ist es doch schlauer, nochmal zu sagen, die Konstruktion ist gut. Und die schwierige Aufgabe, die wir haben, ist es in der Tat, die Rechtsauslegungstradition ein Stück zu verändern. Das ist ein dickes Brett, was wir bohren müssen, hat mir jedenfalls mein Kollege Rechtsdezernent gesagt. Bisher ist, wie gesagt, die Auslegung Übereinstimmung mit den Grundsätzen, Anführungsstrichen konfessioneller Religionsunterricht, heißt Material, ein materialer Konfessionsbegriff, Übereinstimmung mit bestimmten Dogmen, bestimmten Glaubenssätzen und so weiter. Was eventuell eine Lösung sein könnte, auf die ich eigentlich vertraue oder auf die ich gerne setzen würde, wäre zu sagen, müssten wir nicht hingehen unter einer veränderten gesellschaftlichen Situation und unter der Maßgabe der Verfassung, der Verfassungsrechtler, dass auch die Verfassung in die Zeit hinein offen ist. Das ist immer dieses Stichwort. Kann man eine Verfassung eigentlich unterschiedlich auslegen oder ist sie unumstößlich? Und das Stichwort heißt in die Zeit offen. Das ist es natürlich, hätte auch Theologe sagen können. Das ist relativ interpretabel. Bisher sind die Signale nicht sehr gut, sondern diese Offenheit in die Zeit scheint vom Gesetzgeber nicht mit dem kooperativen Modell übereingebracht zu werden. Aber wir können es mal versuchen, denn was wäre denn, wenn wir statt eines materialgefüllten Konfessionsbegriffs, also wir haben die Grundsätze, wir haben die Bekenntnisschriften, wir haben diese bestimmten Riten, was im Übrigen nichts sehr Evangelisches, sage ich gleich dazu, wenn wir stattdessen darauf abstellen würden, dass Religion sich immer und unter allen Umständen nur im Modus der Konfession zeigt. Ich glaube. Darauf können wir es zurückführen. Jede Religion muss das tun. Ja, unabhängig davon, was sie an Theologien und an sonstigen Sachen entwickelt, am Ende ist es der Individuum, das Individuum, der individuelle Glaube und etwas anderes als zu sagen, ich glaube, Konfession kann er eigentlich nicht sagen über sie und auch nur in dieser Weise ist Religion wirklich erfahrbar und mitteilbar. Und dieses bleibt in meinem Denkmodell, darauf lege ich ein bisschen Wert, der wirklich prinzipielle Unterschied zu jeder Form einer nicht konfessionellen, neutralen Vermittlung von religiösem Wissen. Daran liegt uns. Wir können uns nicht vorstellen, dass eine solche religiöse Unterweisung, ob sie nun LER, PER oder wie auch immer heißt, A, eine wirkliche Erfahrung von Religion vermitteln kann, B, und das ist auch politisch erklärtes Ziel, in irgendeiner Weise so etwas wie Toleranz erzeugen kann. Denn solange ich mich über theoretische Konstrukte unterhalte, kann ich das alles ganz spannend finden. Interessant wird es, ob ich auch da noch Toleranz zeigen kann, wenn ich einem gegenüber sitze, der sagt, so einen Unsinn habe ich noch nie gehört. Was glaubt ihr denn da? Wir glauben, es ist ganz anders. Dann ist der Ernst voll von Toleranz. Ja? Dann muss ich beweisen, dass ich in der Lage bin, mit den Absolutheitsansprüchen, mit der Positionalität von Religionen, nämlich der anderen, umzugehen und dagegen mich A, ein Stück zu behaupten, vielleicht auch zu sehen, vielleicht ist es eine Anfrage auf meinen eigenen Glauben, was auch immer. Das geht ausschließlich in einem Modus von eigener persönlicher Betroffenheit. Und dieses ist ein Prinzip aller Religionen, die hier überhaupt miteinander kooperieren wollen. Und wenn wir es schaffen könnten, wie gesagt, ein dickes Brett, von einem materialen Konfessionsbegriff auf einen prinzipiellen umzuschwenken und zu sagen, Religion, wie wir sie verstehen, Christen, Moslems, wie auch immer, ist prinzipiell von einem persönlichen Glaubensbekenntnis abhängig, dann hätten wir hier eine Definition von konfessionellem Unterricht, der unter Umständen sogar einer Veränderung der Interpretation des Verfassungstextes standhalten kann. Das wird nicht so schnell gehen, aber ich halte das für eine denkbare Möglichkeit. Ich sage in Klammern zu, das ist meine Idee, wahrscheinlich lachen sich die Religionsverfassungsrechtler schlapp, wenn sie das hören, aber man darf ja mal träumen. Wie gesagt, Vorteil wäre die Kooperation zwischen sehr unterschiedlichen religiösen Gruppen, die auch eine Frucht der gesellschaftlichen Veränderung ist, wäre damit verfassungskonform.
und wir würden die grundsätzlich richtige und in meinen Augen kaum zu überbietende prinzipielle Konstruktion im Staat nicht in Gefahr bringen. So, und jetzt bin ich sicher, Sie lauern schon auf meine Antwort, auf die unausgesprochene Frage, soll es also auch in Schleswig-Holstein das Hamburger Modell geben? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich bin überzeugt, dass der Hamburger Weg tatsächlich die richtige Richtung zeigt. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass er derzeit, jedenfalls nicht in der nächsten Zeit, nach Schleswig-Holstein transplantiert werden kann. Und so käme mir es vor. Wir haben ein Modell, das sich in Hamburg bewährt. Die rechtlichen Schwierigkeiten sind noch nicht ausgeräumt. Und da gucken wir und sagen, das ist doch die Lösung all unserer Probleme und wir nehmen es und pflanzen es in Schleswig-Holstein ein. Da passiert das Gleiche, als wenn Sie aus dem Wald ein Bäumchen rausholen und Garten einpflanzen, es wird eingehen. Da kann man jetzt viele Gründe nennen. Zwei möchte ich sagen, nennen. Das erste ist die Situation zwischen dem Stadtstaat Hamburg mit einer unglaublich ausgeprägten multireligiösen Situation ist sehr unterschiedlich zu vielen Teilen Schleswig-Holsteins und auch Mecklenburg-Vorpommerns. Vor allem aber sehr unterschiedlich ist und für den Erfolg in Hamburg auf alle Fälle entscheidend, sehr entscheidend ist die jahrzehntelange zu sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit der verschiedenen religiösen Gemeinschaften. Und nur auf diesem Boden konnte sich der Hamburger Weg als Modell für den Religionsunterricht entwickeln. Nach meiner Wahrnehmung haben wir eine solche Kultur von regelmäßigen Treffen, gemeinschaftlichen Absprachen, Austausch zwischen den verschiedenen religiösen Gemeinschaften in Schleswig-Holstein noch nicht. Es ist bedauerlich, ich sage das deutlich, es ist bedauerlich, aber ich glaube, dass wir darauf aufbauen müssen und nicht umgekehrt. Wir können nicht auf Druck der Politik sagen, so liebe Religionsgemeinschaften, jetzt müssen wir uns doch eigentlich mal zusammenschließen und wollen nicht was Gemeinsames machen. Das ist der falsche Weg. Sondern ich traue nur darauf zu sagen, wenn die Religionsgemeinschaften den Willen haben und das Verständnis dafür haben, sich zusammensetzen zu wollen, eine gemeinsame Sache zu machen, dann kann da was draus werden. Davon sind wir im Augenblick nach meiner Einschätzung in Schleswig-Holstein noch weit entfernt, was nicht heißt, bitte nicht missverstanden zu werden, dass es zwischen den religiösen Gruppen gute Kontakte gibt, gemeinsame Unternehmungen, aber eben noch nicht so. Es heißt wiederum auch nicht, dass wir nun hier in Schleswig-Holstein oder auch in MacPom die Hände in den Schoß legen und sagen, tja, wir können eigentlich gar nichts machen, wir würden ja gerne, aber die Situation ist noch nicht so weit. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, den konfessionell homogenen Religionsunterricht, den wir jetzt im Augenblick haben, mit einer ganzen Reihe von kooperativen Elementen auszubauen. Die Möglichkeit, die in Schleswig-Holstein seit ganz langer Zeit durch den Kooperationserlass angelegt sind, das muss man sich vorstellen, es gibt einen Erlass des Kultusministeriums, in dem die Fächergruppe evangelische, katholische Religion und Philosophie ja, sozusagen ein bisschen in den Hintern getreten wird, zu sagen, macht doch was zusammen, ihr habt doch gemeinsame Interessen, gemeinsame Themen. Und ich bin einigermaßen sicher, dass sollte es einen islamischen Religionsunterricht demnächst geben, er auch in diese Kooperation mit einsteigen könnte. Das ist rechtlich abgesichert durch einen Erlass. Ich finde, wenn Sie es erfinden, Herr Grebel, ich finde, davon macht man auch viel zu wenig Gebrauch. Ja, und ich bin eigentlich eher ein Freund davon zu sagen, lass uns doch erstmal Erfahrungen machen und sehen, wie gut es eigentlich geht. Dann haben wir auch wieder mehr Mut für die nächsten Schritte, anstatt gleich zu sagen, so, ich fange nicht an, vom 1-Meter-Brett zu springen, sondern ich nehme gleich den 10-Meter-Turm. Das birgt viele Risiken und es birgt viele Kritiker, zu Recht, und es birgt das große Risiko des Scheiterns. Also warum nicht kleine Schritte gehen? Und wir haben eine ganze Menge an Möglichkeiten, das zu tun. Und auch diese kooperativen Momente zeigen schon die von der Politik angestrebten, von uns auch angestrebten integrativen Effekte. Wie gesagt, auch das geht es nicht zum Nulltarif. Man darf damit nicht rangehen mit der Vorstellung, wenn wir kooperative Projekte machen, sparen wir für die Zeit ja 2 Religionslehrer. Das geht nicht. Sondern man muss sich klar machen, kooperative Projekte sind darauf angewiesen, auf den Austausch auch der unterschiedlichen Religionslehrer und sie sparen kein Geld. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass Bildungserfolge selten zum Nulltarif zu haben sind. Letzter Schritt. Sie werden sich hoffentlich so auf dieser Grundlage so ein bisschen selber ein Urteil bilden und ich bitte Sie nur Folgendes bei Ihrem Urteil zu bedenken, weil es ein paar Faktoren gibt, die einen da in die Irre führen. Es gibt einen riesigen Theorie-Praxis-Graben. Und damit meine ich, dass stets der ideale Religionsunterricht mit einem anderen idealen Religionsunterricht verglichen wird. Also wir haben ein Modell von kooperativem Religionsunterricht, das könnte besser gar nicht sein.
Und natürlich sind die Erfolge gigantisch. Und dann kommt der andere Vertreter eines homogenen Religionsunterrichtes und baut ein ebenso idealisiertes Modell und sagt nicht ganz zu Unrecht, die Erfolge sind aber auch ziemlich gut. In der Praxis sieht das ganz anders aus. Wir träumen davon, dass hochqualifizierte Lehrerinnen und Lehrer mit motivierten Schülerinnen und Schülern unterrichten, die auskunftsfähig über ihren Glauben sind. Viel zu viel Religionsunterricht wird faktisch von schlecht oder auch gar nicht qualifizierten Lehrkräften vorgenommen, die sich ausgesprochen schwer tun, weil sie es nicht können, nie gelernt haben, Schülerinnen und Schüler bei ihrer vorhandenen religiösen Erfahrung abzuholen und ihnen Interpretationsmuster anzubieten. Klammer auf, wir sind dankbar für diese sogenannten fachfremden Lehrerinnen und Lehrer, weil wir mit dem Religionsunterricht in Schleswig-Holstein zusammenbrechen würden, wenn die das nicht tun würden. Mit hohem Einsatz. Nicht immer kann hoher Einsatz Qualifikation ersetzen. Ich sage das ganz vorsichtig. Und selbstverständlich kann ein Religionsunterricht nur so gut sein, wie gut die Lehrer sind und die Lehrerinnen sind. Das ist ein ganz massives Theorie-Praxis-Loch. Und wenn man das sozusagen als Folie nimmt, sagt, dann guckt euch doch an, wie der gegenwärtige Religionsunterricht eigentlich da liegt. Dagegen muss doch jede Idee von Kooperation das Land zum Blühen bringen. Ich übertreibe nur geringfügig. Dann muss man sagen, liebe Leute, wenn denn endlich mal der ganz alte, hergebrachte Religionsunterricht vernünftig ausgestattet wäre, so wie er von Gesetzes wegen auszustatten wäre, dann hätten wir ein etwas anderes Bild. Klammer auf, ich sage dazu, trotzdem hätte ich eine große Sympathie für kooperative Modelle. Das gilt natürlich auch für den interreligiösen Unterricht. Wenn Sie diese Videos gucken und wenn Sie Konzepte lesen, das sind idealisierte Konzepte. Das macht sie deswegen nicht schlecht. Es zeigt ja, welches Potenzial in ihnen liegt. Man darf nur nicht hingehen und sie sozusagen mit der Realität direkt konfrontieren und sagen, guck mal, in der Wirklichkeit sieht das doch ganz anders aus. Das ist etwas unfair. Und ich behaupte einfach mal, es wird ganz häufig über einen defizitären Religionsunterricht gesprochen, den es in der Praxis gar nicht gibt, weil er nämlich gar nicht mehr erteilt wird. Und solange das so ist, und das ist wiederum meine Antwort auch an die politischen Forderungen, haben wir schlechte Karten, offensiv, mit viel Kraft, mit viel Einsatz zukunftsfähige Modelle zu entwickeln. Ich danke Ihnen für Geduld, für manche komplexe Ausführung und ich bitte Sie, dieses nicht als offizielle Verlautbarung der Nordkirche zu verstehen, sondern nur als unmaßgebliche Denkblasen eines Kirchendieners. Vielen Dank. Für diesen sehr differenzierten Vortrag, mit dem Sie verzerrte Alternativen angesprochen haben und auch Denkweisen, die auf beiden Seiten sehr einseitig sind und uns dazu gebracht haben, auch nochmal ganz Neues zu denken, aber auch sehr grundsätzlich gesagt haben, worauf nicht verzichtet werden kann. Also ich habe mir Offenheit und Bestimmtheit gleichermaßen, habe ich mir sehr notiert. Und das nicht, dass eben, das sind die Alternativen, auf der einen Seite Offenheit, sozusagen unbegrenzt, und auf der anderen Seite eine Bestimmtheit, die jegliche Offenheit vermissen lässt. Und da den Weg zu finden, das ist eine Herausforderung und ist auch nicht einfach, aber ich muss sagen, dass ich selbst, wo ich mich auch immer, auch häufig schon in Diskussionen gefunden habe, heute ist mir noch einiges aufgegangen, auch nochmal neu, was ich gerne für mich auch nochmal auch ganz neu durchdenke. Vielen Dank. Das sagt meine Prüferin, das ist wahr. Ja, man lernt immer noch was Neues und manchmal geht da überhaupt mal. Und es wäre ja schrecklich, wenn das nicht mehr wäre, wenn man immer da bliebe, wo man schon vor 20 Jahren gestanden hat oder vor 10 Jahren. Aber nun sind Sie dran. Fragen Sie und fragen Sie nicht nur, argumentieren Sie. Bitte schön. Ja, gleich daran anschließend Offenheit und Bestimmtheit. Bei einer Frage nach einem Religionsunterricht für alle ist die Frage, ab welchem Alter? Wenn das von Anfang an oder vom Kindergarten an bis zum Schluss, dann fehlt da zumindest meiner Meinung nach irgendwo die Phase, in der Kinder erstmal die Bestimmtheit lernen müssen, aus der die Offenheit kommt.
weil wir eben heutzutage nicht mehr davon ausgehen können, dass man die Bestimmtheit der eigenen religiösen Tradition ganz selbstverständlich zu Hause lernt. Also zumindest wir aus unserer Gemeinschaft, die zu einem großen Teil auch noch aus wenig religiösen Zuwanderern besteht, die sowieso das Judentum ganz neu lernen müssen. Und ich weiß aus vielen Besuchen von christlichen Gruppen, auch christlichen Schulklassen, Religionsunterricht bei uns in der Gemeinde, dass auch bei den nominell christlichen Kindern das Wissen über die Praxis und Inhalte ihrer Religion nicht sehr tiefgehend ist oft. Ist die Frage, wie kann man dem oder gibt es da irgendwelche Überlegungen, wie man dieses Problem angehen kann? Ich glaube, die Antwort, wir sind ja nicht so viele, ich glaube, die Antwort, mein Lieber, sonst wäre was ganz anderes ist. Oder ist da direkt was dazu von Ihnen? Nee, dann antworten wir mal erst vielleicht wieder. Sie sind genau an einem strittigen Punkt. Mhm. Die Befürworter von kooperativen Modellen können schon auch auf empirische Daten inzwischen zurückgreifen. Also die Formen von kooperativen Religionsunterricht sind in einem europaweiten Projekt inzwischen einigermaßen gut erfasst. Der Hamburger Weg ist in diesem europaweiten Forschungsverbund drin. Und es gibt, wie ich finde, schon plausible Gründe zu sagen, es ist offensichtlich ein Irrtum zu glauben, oder es, Irrtum ist klima, aber es ist unzureichend zu glauben, dass sich eine religiöse Identität, auch wenn man es über so einen Lebenszyklus betrachtet, tatsächlich in verschiedenen Stufen aufbaut, also dass man sagt, ja, also erstmal müssen die sozusagen ihren Fundus lernen. Ja. Sondern es spricht eine ganze Menge dafür, dass man sagen muss, Kinder auch im jungen Alter lernen ihre Religion in der Auseinandersetzung mit anderen, auch Fremden, auch Andersdenkenden. Und es kommt dazu, dass man natürlich ein Verhältnis gewinnen muss zwischen der Frage, was möchte ich denn, was ein Kind kann oder was ein Kind im Religionsrecht lernen kann. Soll es am Ende gelernt haben, sozusagen großen, kleinen Katechismus, also ich übertreibe jetzt etwas, aber das ist nicht mehr Programm, ja, großen, kleinen Katechismus, Basistexte des protestantischen Glaubens und so weiter, oder soll es unter Umständen gelernt haben, Religion ist etwas, in dem ich eine Heimat finden kann. Ich gebe Ihnen gerne zu, dass dieses unter Umständen dazu führen kann, dass die Heimat nicht dogmatisch korrekt beschrieben ist. Ja, also ein kooperatives Modell ist nicht gefeit davor, ganz im Gegenteil, dass unter Umständen dogmatisch falsche Inhalte stehen bleiben. Allerdings zeigen uns die Daten auch, dass auch der herkömmliche Unterricht davor nicht gefeit ist. Also es sind ja nicht Ergebnisse des kooperativen Unterrichts, die vor zwischen 20 Jahren zu einer Jugenduntersuchung geführt haben, die mit dem schönen Titel überschrieben war, wer glaubt denn heute noch an die 7 Gebote? Wo genau dieses eintritt, wo man sagt, also bitte, das ist doch wohl der Grundbestand christlichen Denkens, dass auch jedes Kind weiß, es sind 10 Gebote. Wussten sie nicht, obwohl sie eine ganz klassische religiöse Karriere hinter sich gebracht hatten mit Religionsunterricht, evangelischem Religionsunterricht, mit evangelischer Jugendarbeit und so weiter. Also wir sind auch da nicht dagegen gefeit, dass hier schlichtweg kolossale Lücken entstehen. Ein ganz beliebtes Thema in dieser Hinsicht ist eben die Frage von Wiedergeburtsvorstellung. Ja, natürlich dogmatisch und christlichen Glauben überhaupt nicht zu vereinbaren, aber es ist einfach gang und gäbe zusammen. Ja, Jugendliche haben diese Idee, dass sie eben wiedergeboren werden, also jetzt auch körperlich, in einer Person und so weiter, finden das eine ausgesprochen gute, tröstliche Vorstellung und kämen nicht im Traum auf die Idee zu prüfen, ob das nun sozusagen den ausgefeilten Glaubensgrundsätzen der evangelischen oder katholischen Kirche entspricht oder nicht entspricht. Worauf ich hinaus will, ist, ich sehe die Gefahr. Das stimmt, was Sie sagen, es besteht auch in den kooperativen Modellen, bin ich sicher, ob es mehr besteht, die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche uns wesentliche Inhalte des christlichen Glaubens so nicht zur Kenntnis nehmen. Was der große Vorteil ist, sie werden ausgesprochen gut darin, über ihre religiöse Befindlichkeit zu reden und sich auszutauschen. Und ehrlich gesagt, das ist der Punkt, an dem ich immer so ein bisschen ins Grübeln komme und sage, ja,
Vielleicht ist das doch der Weg, den man überlegen sollte, wenn man Menschen, Kindern, Jugendlichen, dieses Gefühl, dieses religiöse Grundgefühl, ja, religiöse Musikalität vermitteln kann, dann ist es nachher leichter, ihnen zu sagen, es macht Sinn, dieses religiöse Grundgefühl zu strukturieren, denen ein Gerüst oder eine Hilfestellung, Dogmatik und so weiter in die Hand zu gehen, zu sagen, sag mal, es sind aber gar nicht 7 großen 10. Und diese Vorstellung von der Wiedergeburt ist auch nicht so toll, weil es sozusagen den Wert eines individuellen Lebenszyklus nicht berücksichtigt. Aber das kann man dann machen. Und dann sind Jugendliche auch in einem Alter, wo sie sowas, glaube ich, ganz gerne machen werden. Am Anfang, glaube ich, ist das relativ unerheblich. Also jetzt muss ich doch, und wenn ich sofort, aber das schließt sofort an, also Sie haben an einer Stelle gesagt, zu dem, was Sie favorisieren gehört, auch der eigene Unterricht, so habe ich das verstanden. Also auch eine Vermittlung dessen, wozu wir sagen, jetzt dann nehme ich mal als Christ oder Sie als Juden, ich bekenne. Und dazu gehören auch bestimmte Inhalte und Kenntnisse. Und die, das muss, glaube ich, auch sein. Und das wird dann vermittelt mit den, so habe ich es verstanden, mit den kooperativen Elementen. Und das finde ich sinnvoll. Also ich weiß nicht, ob es gut ist, Herr Hese, sozusagen von einem ganz allgemeinen religiösen Befindlichkeitsbegriff auszugehen. Das ist eine Gefahr, ja. Und das, Sie hatten manchmal gesagt, dieser sogenannten religiösen Befindlichkeit dogmatische Glaubensinhalte entgegengesetzt. Ich würde sagen, jetzt zum Beispiel, was Sie genannt haben, ich nenne das jetzt einmal, unser Verständnis von Tod und Auferstehung ist schon ein ganz präzises. Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht ernst nehme und mich nicht Reinkarnation oder sowas, aber es muss auch schon irgendwas Eigenes immer mitvermittelt werden. Nicht, dass das erst von vornherein da ist, sondern das muss, also so kann ich mir das nur vorstellen, dass das Eigene und das Kooperative, dass das irgendwie vermittelt bleibt. Denn sonst passiert dann umgekehrt das, was Sie gesagt haben, andere wachsen dann sehr eng mit einem Begriff auf und kennen nur das und vertreten das dann dogmatisch. Hier könnte es sein, hier wachsen Sie mit so viel Unbestimmtem auf, dass das nur noch so auch leicht vagabundierende Religiosität werden kann, wie Sie vorher genannt haben. So, ich wollte aber jetzt nicht hier allein reden, nur das ist für mich so ein bisschen das Problem dabei. Aber ich bitte schön. Ich würde Ihren Vortrag gerne mit einem Stück Schulalltag konfrontieren. Gerne. Ich bin ausgebildete Religionslehrerin. Und ich arbeite an einer Schule, in der von Seiten der Schulleitung und des großen Teils des Kollegiums der konfessionelle Religionsunterricht sehr kritisch gesehen wird. Wir haben folgende Lösung gefunden. Der Religionsunterricht wird von den Klassenlehrern erteilt, egal ob die eine Konfession haben oder nicht. Im Klassenbuch steht Religion und es findet Klassenrat statt. Klassenrat ist also die Sozialstunde und ich habe nichts gegen Klassenrat. Er ist wichtig und kommt ansonsten im Schulalltag viel zu kurz. Aber da werden Leute damit geködert, mach mal Religion, dann hast du Zeit für Klassenrat. Und solange das propagiert wird, geduldet wird, spielt eigentlich die wunderbare Kompetenz der anwesenden und vorhandenen Religionslehrkräfte überhaupt keine Rolle. Das heißt, diese ganze Kompetenz, die wunderbare Ausbildung und alles wird überhaupt nicht abgefragt, weil man ja Klassenrat machen muss. Und das finde ich total bitter, weil es auch es ist ein Ausdruck einer Gleichgültigkeit, so interpretiere ich das, ist vielleicht auch ein Ausdruck von Ignoranz, aber da kommt man nicht richtig gegen an. Soll ich das verstanden? Gerne. Berührt, ja. Ich wollte nur wissen, ob noch jemand das ergänzt. Das berührt gleich mehrere Punkte, glaube ich, die ich gestreift habe. Zum einen berührt es den Punkt, den ich ausgeführt habe, über die Frage, was für Vorstellungen haben Menschen eigentlich, welche Rolle Religion in einer Gesellschaft spielen kann oder in einem Leben. Und da sage ich es jetzt mal ganz derbe, ich behaupte, dass nicht mehr viele Leute überhaupt eine Vorstellung davon haben. Sondern in irgendeiner Weise
bestenfalls denken, ja, ich weiß zwar nicht genau wie, aber Religion scheint gar nicht schlecht zu sein. Es scheint irgendwie nützlich zu sein. Das ist, wenn es bei Schulleitungen auftritt, schon eine ziemlich gute Voraussetzung, wenn die diese Einstellung haben, denn sie könnten auch die Einstellung haben, die ich genannt habe, zu sagen, ehrlich gesagt, das ist doch kalter Kaffee, das ist Schnee von gestern. Ja, also ein moderner Mensch braucht so etwas wie Religion nicht. Oder aber, es wird ja auch immer komplizierter mit diesen ganzen Religionen. Das wird mir alles viel zu heikel. Wenn ich den einen was erlaube, muss ich den anderen auch erlauben. Dann lasse ich es lieber gleich ganz bleiben. Und ich erkläre die Schule zum religionsfreien Raum. Immer mit dem Signet, ich bin verpflichtet zur religiösen Neutralität. Das ist noch ein schönes Wort, was da vorkommt. Das ist ein völliger Humbug, das muss man ehrlich sagen. Denn wenn man das jetzt auch wirklich mal von der Verfassung her so ein bisschen ausbröselt, heißt religiöse Neutralität eben nicht, Dinge zur freien Zone zu erheben, sondern den religiösen Kräften freies Spiel zu gewähren, sie unter Umständen sogar zu fördern, und die Neutralität, und nicht nur unter Umständen, sie zu fördern. Denn sie bringen ja eine Leistung für das andere, für das Gesamte. Und die Neutralität ist eine, die dafür Sorge trägt, dass ich nicht den einen ein Recht einräume und den anderen nicht. Das ist die religiöse Neutralität. Was Sie weiterhin beschreiben, gehört in dieses Theorie-Praxis-Loch, ne? Zu sagen, ja, man macht sich wunderschöne Pläne, man hat also tolle Ideen, tolle Konzepte und unter idealen Voraussetzungen klappen die auch wirklich gut. Das Tröstliche ist, sie zeigen dann, dass die Idee als solche nicht verkehrt ist. Ja, sie lachen, aber das muss man ja auch mal, kann man ja auch mal sich daran freuen. Und Fakt ist, die Realität heißt, wir haben, noch schlimmer als das, was ich bezeichnet habe, ausgebildete Lehrerinnen, deren Kompetenzen nicht abgerufen werden. Ja, sie modern vor sich hin und sagen, ich würde ja gerne, aber man lässt mich nicht. Das ist, ich kann es Ihnen sagen, schlichtweg Ausdruck einer Vernachlässigung. Und zwar, muss ich sagen, auch aus kirchlicher Perspektive. Wir haben den Fehler begangen, dass wir, glaube ich, sehr lange Zeit den Religionsunterricht nicht wahrgenommen haben, ihn nicht als unsere Sache betrachtet haben. Und dafür zahlen wir jetzt bittere Zinsen. Denn der Staat hat das Gleiche getan. Hat ihn auch nicht ernst genommen. Er hat keinen gehabt, der gesagt hat, jetzt mal auf. So nicht. Ja. Und inzwischen haben wir die Situation, dass wir kaum noch auf Verständnis stoßen. Es ist nicht so ganz einfach, staatlichen Beamten mal zu sagen, Entschuldigung, es gibt ein Recht auf diesen Religionsunterricht. Es ist geregelt. Es gibt justiziable Vorschriften. Wir haben ein Problem. Es gibt zum Beispiel, das versuchen wir seit Jahren, schon von der vorletzten Regierung, wenn wir das haben wollen, verlässliche Zahlen über den Religionsunterricht zu bekommen. Manchmal beginnt es ja mit Statistik. Bevor man sich an die Köpfe kriegt, wie viel fällt denn eigentlich aus? Also ich bin sicher, wenn hier ein Regierungsvertreter sitzen würde, wir sagen, hey, Sie behaupten hier, das würde alles nicht unterrichtet. Zeigen Sie uns das doch erstmal. Das können Sie nicht einfach so behaupten. Unseres Wissens nach fällt nicht eine Stunde Religion aus. Dann hätte ich das Problem, dass ich nämlich das Gegenteil beweisen könnte. Denn es gibt in Schleswig-Holstein keine fachspezifischen Zahlen. Das heißt, wir streiten uns mit der Regierung seit, jetzt auch mit dem Bildungsministerium, seit Jahren darüber, wer nun eigentlich Recht hat. Das können wir noch 20 Jahre machen. Und keiner wird Recht bekommen. Also das hoffen wir von der neuen Regierung. Das werden wir auch gleich nächste Woche nochmal lancieren. Ein dritter Versuch. Sagen, bevor wir über Reformen sprechen, bevor wir darüber sprechen, wie die Nordelbische Kirche oder wer auch immer andere Gemeinschaften hier etwas machen können, möchten wir eigentlich erstmal wissen, was ist denn eigentlich die Realität? Ja? Kriegen wir nicht hin, wir haben die Zahlen nicht. Und was Sie berichten, ist leider Gottes ein viel zu großer Teil von Realität. Ein Stück hoffe ich mal drauf, dass wir Leute auch wieder in ihrem Bewusstsein als Religionslehrer stärken können, zu sagen, ja, was zu sagen. Ja, und ihr habt eine total wichtige Position. Unter Umständen müssen wir als Kirche euch munitionieren. Das ist ein bisschen martialisch, das Bild. Ja. Wir müssen euch stärken, damit zu sagen, macht nicht die Klappe zu, versteckt euch nicht hinter dieser allgemeinen Vernachlässigung von Religion, sondern sagt, was ihr zu bieten habt. Es ist nicht sehr tröstlich, ich weiß das, aber mehr kann ich morgen nicht bieten. Ja, danke. Ja, eben direkt zum Letzteren. Also es gibt natürlich schon Gegenstrategien. Die Philosophielehrer zum Beispiel haben als Verband
das ist jetzt 2 Jahrzehnte her oder so, einfach eine Stichprobenstatistik mit ihrer Mitglieder gemacht und sind den Zahlen dann angetreten, die zitierten Äußerungen, von wegen, zeigt uns doch mal die ersten Malen. Und es hat immerhin dazu geführt, dass also Ausbildungskapazitäten im Bereich der Philosophie am QSH nicht in dem Maße abgebaut wurden, wie das gedacht war. Also Einwirkungsmöglichkeiten gibt es. Die zweite Einwirkungsmöglichkeit sehe ich, wenn also Kirche ein bisschen heftiger, als mir das jedenfalls aus meiner Dienstzeit bekannt ist, antreten würde und verlangen würde, regelrecht verlangen würde, auf Schulleiterkonferenzen zum Beispiel vorzutragen. Das ist also, weil ich den Zeitraum meiner Dienstzeit übersehe, nie passiert. Und das muss geschehen. Da muss was sein. Da muss es einen Diskussionsprozess geben. Und damit knüpfe ich unmittelbar an meine Vorrednerin an. Also eine Überzeugungsarbeit seitens der Religionslehrer gegenüber der Schulleitung, gegenüber dem Kollegium ist permanent notwendig. Und in dem Augenblick, wo die Kollegen gehen, die so etwas gemacht haben, ist auch immer zu beobachten, dass das Ganze wieder zurückgeht. Möchten Sie gleich noch dazu? Sie haben sich auch gemeldet, der Nachbar. Ja, es ist ein etwas seltsames Bild, wenn ich höre, dass ein Schulleiter sozusagen nach eigenem Gusto den Unterricht gestaltet, wenn er Fachleute hat und diese da nicht einsetzt. Ist etwas, was ich in meinem Bereich zum Beispiel nicht erfahre, das ist eher genau umgekehrt. Was ist Ihr Bereich? Mein Bereich ist der Bereich der beruflichen Bildung. Wir haben Probleme, Lehrkräfte mit dieser Fakultät überhaupt zu bekommen. Ja. Und deswegen fand ich also Ihre Ausführungen insgesamt zu einem kooperativen Religionsunterricht außerordentlich spannend und finde mich dort auch in vielen Punkten wieder mit meiner eigenen Vorstellung. Ich habe mir aber immer gleichzeitig die Frage gestellt, wer soll das machen? Wer soll diesen Unterricht erteilen? Kommt im gleichen Maße sozusagen die Lehrerausbildung diesen Dingen nach? Das ist die mehr qualitative Seite. Wir haben doch eigentlich auch eine sehr quantitative Seite. Haben wir überhaupt genügend Religionslehrer? Diese Zahlen, die sind Ihnen auch bekannt. Das heißt also, es ist schon bekannt, wie viele Religionslehrer es im System gibt und wie viele wir eigentlich haben müssten. Dieses Delta ist enorm. Und das ist nicht, weil irgendeine Bürokratie, ein Bildungsministerium, das nicht will, sondern weil diese Leute teilweise auf dem Markt nicht zu kriegen sind. Also da müssen wir auch ein bisschen genauer hingucken, wo die Probleme liegen. Die Probleme liegen nicht darin, dass das böse Bildungsministerium, mit dem ich inzwischen arbeite, also Sie haben ja durchaus einen Regierungsvertreter vor sich sitzen, aber das ist nicht das Problem. Wir haben schlicht und ergriffen in vielen Bereichen nicht wirklich die Lehrkräfte für diesen Unterricht. Und damit wird es in vielen Schulformen fachfremd unterrichtet. Und da müssen wir ansetzen. Darf ich das zum Schluss dann nehmen? Lassen? Ja, dann kommen Sie gerne. Sie sind natürlich mit dem Berufsschulbereich aber wirklich auch im übelsten Loch. Genau. Ja, das ist ja auch einer der wenigen Bereiche, wo wir uns einig sind. Kirche und Bildungsministerium haben ja für den Berufsschulbereich, das ist der einzige Bereich, wo wir die Vereinbarung haben, zu sagen, wir können kirchliche Lehrkräfte einsetzen und bekommen sie auch refinanziert. Das zeigt ja immerhin schon, dass da eine Einmütigkeit in der Einschätzung der Lage vorhanden ist. Sie haben völlig recht, wenn natürlich die Masse nicht da ist oder wenn die Lehrer nicht da sind, haben wir wenig Chancen. Wir können das nur teilweise auffangen, indem wir zum Beispiel über das PTI solche Qualifizierungskurse anbieten. Da sind auch einige meiner Kollegen, ja, mit einer Nachqualifizierung. Ist ein zweischneidiges Schwert, das muss ich Ihnen auch nicht sagen. Wenn natürlich jetzt sozusagen dabei rauskommt, liebe Leute, studiert bitte nicht Religion. Studiert zwei andere Fächer und Religion macht ihr nachher in einem Jahr Qualifizierungskurs nach. Das ist auch ein etwas schwieriges Ding. Das heißt, wir verstehen uns hier sozusagen als Nothelfer, nicht zu sagen, wir haben ein aktuelles Problem und wir müssen alles tun, um dieses Problem aktuell und schnell zu lösen. Dafür haben wir diese Qualifizierungskurse eingelöst. Scheitern allerdings, weil ich sagen muss, ich bin für den Berufsschulbereich befragt,
für den allgemeinbildenden Schulbereich daran, dass das Ministerium nicht böse ist, aber doch relativ restriktiv, was die Freistellung für Qualifikationen angeht. Kann ich nicht bestätigen. Also ich war Schulleiter, bevor ich ins Ministerium gegangen bin, und ich habe dort auch Kollegen mit der Qualifizierung gehabt, und die haben halt entsprechende Freistellungen bekommen, ja, die durchaus für sie ja so ausgestattet war, dass ich diese Qualifizierung gut machen konnte. Okay, also wir müssen da ringen, sage ich sehr deutlich, welche Maßnahmen überhaupt in diesen Katalog von anerkannten Maßnahmen kommen, wie viele Stunden dafür gut geschrieben werden und in welchem Umfang. Da sind wir uns nicht einig. Das sage ich ganz offen. Letzter Impuls, natürlich muss die Ausbildung von Lehrern auf ein solches kooperatives Modell ausgerichtet werden. Das ist eine zwingende Voraussetzung, hatte ich glaube ich auch erwähnt. In Hamburg, im Idealfall, haben wir den Glücksfall, dass wir dort auch mit der Ausbildung von muslimischen Lehrern und Lehrern zum Beispiel jetzt starten, durch Zentrum für Weltreligion, die auch einen an die Uni angeschlossenen, nach Standards ablaufenden Studiengang anbieten können. Jüdische Studien genauso, meine ich. Jüdische Theologie kann man, glaube ich, auch inzwischen studieren, haben wir, ne? In Hamburg mal. Nicht? Gut, aber ja. In Berlin? Ja. Also, es ist noch sehr spärlich, aber wir arbeiten dran, weil ich glaube, dieser Konsens besteht, dass wenn Religionsgemeinschaften Religionen an der Schule unterrichten sollen, muss eine irgendwie eine nachvollziehbare Lehrerqualifikation geschehen. Dass das nur sehr langsam vonstatten geht, ist auch klar. Also selbst wenn jetzt das Hamburger Modell ins Laufen kommen würde, müssten wir noch einige Zeit natürlich uns verständigen mit den muslimischen Partnern, dass überhaupt nicht genug muslimische Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Und wir weiterhin mit evangelischen Lehrkräften dieses auch umfassend bestücken werden. Da zeigt sich die Kalamität auch. An einigen Universitäten, Sie kommen sofort, ist das ja im Laufen in Osnabrück. Ja. Ja. Da wird auch im August von einem evangelischer Theologieprofessor, wird darüber hier einen Vortrag halten, über Ausbildung islamischer Theologie in Osnabrück. Und das soll zum Wintersemester, soll das auch anlaufen. Das ist, und in Tübingen gibt es das auch und in Münster. Ich glaube, das sind die für Osnabrück. Tübingen und jüdisch, das ist in Heidelberg, ne? In Berlin. Potsdam, genau. Ja, da gibt es natürlich jüdische Studien an verschiedenen Universitäten, aber das sind immer dann Blog-Seminar 1 genau. Und dann ein Semester gar nichts und dann und so weiter. Genau. Also, ganz zu Ihnen noch, Sie haben völlig recht. Diese mangelnde, bisher etwas mangelnde Kommunikation zwischen Kirche und allen möglichen Gremien, Multiplikationsgremien, sage ich mal. Genau daran arbeiten wir. Wir haben inzwischen eine sehr intensive Runde zum Beispiel mit der Mittelschulaufsicht, mit den Schulräten im Rande, dass wir da sehr enge Kontakte haben. Das ist der Kollege Dietrich, der das dankenswerterweise jetzt sehr intensiv macht. Wir sind ausgesprochen intensiv zum Beispiel bei der Begleitung der Examina der Lehrer wieder dabei, mit einem Mordsaufwand, weil es uns wichtig ist zu dokumentieren, dass dieses Fach uns interessiert. Und dass wir auch also nicht kontrollierend, einschränkend, aber unterstützend dabei sein wollen. Und wir überlegen ernsthaft, ob wir die in Schleswig-Holstein bisher etwas geächtete Form der Vokation nicht doch wieder einführen. Und zwar nicht, weil wir irgendwo den Daumen drauf haben wollen, sondern weil wir klar machen wollen, wir sind interessiert an den Verhältnissen und wir möchten uns gerne anbieten, auch als Forum, als Hilfestellung zu sagen, ja, natürlich brauchen Religionslehrer und Lehrerinnen auch Unterstützung. Und um dieses auch auszudrücken, empfinden wir die Vokation eigentlich gar nicht als schlechtes Instrument, weil wir sie eben auch nicht prüfend oder sonst wie beschränkend anwenden wollen, sondern im Sinne einer intensiven Verbindung. Wir möchten gerne, dass sie einen Draht zur Kirche haben und wir möchten gerne klarstellen, dass wir einen Draht zu ihnen haben möchten, weil wir wissen, was sie für eine Arbeit leisten. Also ich bin immer in interessierter Lage und kann an diesen direkten Fachgesprächen überhaupt nicht teilnehmen, aber deswegen mir ist eine Arbeit letztlich über den Weg gelaufen, und zwar wie große Rolle Religion auch spielen kann. Wir leben in einer sehr religiösen Gesellschaft, das ist ja kein Geheimnis. Aber es ist ja erstaunlich, dass Klöster einen erheblichen Zulauf haben, auch gerade von gehobenen Führungskräften, die sich dort in den Klöstern ja auch in religiöser Dinge unterweisen lassen, weil sie das Gefühl haben, jetzt kommt es, wenn sie in der Globalisierung, wenn sie Gesprächspartner haben aus anderen Ländern, aus anderen Erdteilen, dass sie merken, wenn die in ihrer Religion, stehen, wie gefestigt die sind. Und dann merken sie, dass sie Defizite haben. Und sie versuchen, diese Defizite
jetzt im Nachhinein nachzuholen, das finde ich eine sehr interessante Arbeit, fand ich das. Und da merkt man ja, dass also religiöse Unterweisung etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und ich kann nur hoffen, dass das, was Sie hier vorhaben und was Sie hier vorgestellt haben, das ist auch eine breite Öffentlichkeit. Wir sind hier ein sehr elitärer Kreis. Das ist das Problem hier, dass es in die breite Öffentlichkeit getragen wird. Und da, glaube ich, muss gearbeitet werden. Viel mehr, als wenn wir hier unter uns oder Sie hier unter sich diese Gespräche führen. Kann ich das ergänzen? Ich glaube, wir brauchen da gar nicht bis zu den Managern zu gehen. Ich habe es erlebt, in, glaube ich, fast 30 Jahren meiner Lehrtätigkeit, auch als Lehrer, dass gerade junge Menschen, in einem gewissen Alter, meine Schülerinnen und Schüler waren immer so etwa ab 17, 18 bis aufwärts, eben wir sehen, wo es mit den Schulen nun mal sind, dass gerade diese jungen Menschen genau diese gleichen Fragen stellen, die sich der Manager sich stellt. Dass genau diese Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lebens, nach dem Sinn des Lebens auch noch gestellt wird. Und deswegen, da habe ich nun auch mit einigen anderen schon mehrfach darüber diskutiert, gerade in dieser Phase des Alters, wo sie gerade noch mal auch in diesen Fragen über das System Schule angesprochen werden können. Dort den Religionsunterricht nicht wirklich voll zu erteilen und einfach auf Mangelsituationen zu sagen, wir haben die Lehrkräfte, das finde ich einfach schade. Es ist somit die letzte Chance im Grunde genommen, wo das System auch in staatlicher Verantwortung noch einmal junge Menschen ansprechen kann in diesen Fragen, ihnen nochmal Halt geben kann, ihnen nochmal die Sinnhaftigkeit über verschiedene Fragen deutlich machen zu können. Deswegen kämpfe ich da auch so sehr dafür und gerade mit Ihrem Kollegen Dietrich gemeinsam tue ich das in vielen Bereichen. Also das ist schade, dass wir da auch hinsichtlich der Kapazitäten bei den Lehrkräften Angebot an Lehrkräften nicht wirklich zum Zuge kommen. Wenn das so ist, und das ist ja so, warum geht man dann nicht mal ganz neue Wege? Es gibt doch genügend Leute, die da kompetent sind, die das mal gemacht haben und sagt, habt ihr Lust, das zu machen? Und zwar vielleicht auch ohne Bezahlung einzuspringen oder so, wenn irgendwas ist. Warum geht man nicht? Also ich sage, Sie meinen pensionierte Lehrer oder Theologen oder so, die sagen, Mensch, für sowas, ich bin bereit, das so zu machen. Und weil mir der Religionsunterricht so wichtig ist, warum geht man dann nicht mal diese unkonventionellen Wege? Es sind so und so viele Menschen, da sind Kapazitäten da noch und noch. Und die werden auch von den Kirchen oder auch dann auch nicht hinreichend genutzt. Und das ist ja dann keine Konkurrenz, sag ich mal, für die das studieren. Die Doch. Gehen ja dann sofort, werden die ja wieder weg und würden sagen, okay, ne? Das ist genau das Problem. Ist das? Also, ich sag mal so, würde mich interessieren, wie Sie es wahrnehmen. Also ich erlebe unsere Rolle ganz häufig so, dass wir so ein bisschen in einer wirklich unangenehmen Situation sind, zu entscheiden, wollen wir jetzt eigentlich die Löcher stopfen im Kahn, von dem das böse Ministerium sagt, die gibt es gar nicht. Ach so. Ja, das heißt, ich gerate schon in gewisse Zwicke, wenn ich sage, jawohl, unter Umständen haben wir kompetente Leute in der Kirche. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so viele sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt also reihenweise irgendwie rumfliegen würden und sagen, hier okay, ich. Und ich bin auch kein Freund davon, zu sagen, grundsätzlich sind Pastorinnen und Pastoren alle auch geborene Lehrer oder so. Also da muss man ganz vorsichtig gucken. Ich bin auch kein Vertreter, das was in anderen Landeskirchen ja gang und gäbe ist, dass sozusagen Pastorinnen und Pastoren per Stellungsvertrag eine bestimmte Anzahl von Stunden Religion unterrichten. Das ist in Schleswig-Holstein nicht, das in vielen anderen Bundesländern müssen. Ne? Richtige Deputate. So. Ich bin da ehrlich gesagt nicht von überzeugt. Ja. Und das Problem ist, dass mir daran liegt zu sagen, wir sind als Kirche gern gesprächsbereit und wir sind auch inzwischen relativ findig, mit irgendwelchen Notsituationen umzugehen. Wenn irgendwo Not am Mann ist, also, ja, was können wir jetzt machen? Wie können wir da einspringen? Was schwierig ist, dass sich das perpetuiert. Also wird, das ist dann nur die Normalsituation. Und jetzt sagen wir so, lass uns mal nicht zu aktiv werden, weil die Kirche wird schon für Ersatz sorgen. Die findet Leute, die da reingehen. Und ich bin nicht ihrer Meinung, Frau Schwinde. Die sind eine Konkurrenz.
Denn natürlich weiß eine Schulleitung auch, wenn sie ihre Religionsstunden auf diese Weise abdecken kann, hat sie wiederum Kapazitäten frei, um andere Lehrer auszubilden. Das ist schon ein gewagtes Spiel. Deswegen haben wir mal darüber nachgedacht, zu sagen, solche Beauftragungen, die wir ja auch haben, von vornherein zeitlich zu limitieren. Zu sagen, wir machen das, aber wirklich mit einem definitiven Ende. Weil wir sagen, die Situation jetzt ist schlecht und es wäre wirklich für alle Beteiligten blöd, wenn es ausfällt. Deswegen schicken wir jemanden. Meinetwegen bezahlen wir den auch. Aber wir machen es nur 2 Jahre. Und innerhalb dieser 2 Jahre muss eine vernünftige Lehrkraft dahin. Das ist zu schaffen. Das ist echt manchmal ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich ganz offen, das entscheidet zwischen dem Bedürfnis zu sagen, hier ist Not. Die wollen wir lindern. Weil es ist jammerschade, wenn der Lehrer solch ausfällt. Und auf der anderen Seite, ja, Mensch, als Kinder, wenn wir jetzt sozusagen für Umme, ganz blöd gesagt, die Pflicht des Staates übernehmen, ist das auch ein merkwürdiges Signal. Würde ich Ihnen zustimmen. Ja, das war ein Argument, das ja. Also an die Zahlen, was wirklich ausfällt, müsste man doch über den parlamentarischen Weg herankommen. Die haben die Zahlen nicht. Nee, dann stellt man nicht entsprechend große Anfrage und dann muss die entsprechend beantworten. Haben wir doch 2-mal gehabt. Bitte? Haben wir doch 2-mal gehabt. Und kein Ergebnis. Wir haben eine große Anhörung gehabt im Landtag und alle Beteiligten waren dran, das ist wirklich ein schwieriger Zustand, DW. Frau Erzig-Rabe hat uns, also ist ja auch schon ein bisschen her, mit der Aussicht weggeschickt, also das jetzt zu erheben, das wäre aber informationstechnisch ein ganz großes Problem. Das könne sie auf keinen Fall vor 2015 vielleicht schaffen. Das war irgendwie 2007, wo ich sage, das ist nicht wirklich überzeugend. Und wie gesagt, wir starten jetzt den dritten Versuch mit der dritten Regierung zu sagen, worüber wir auch immer reden. Wir möchten gerne belastbare Zahlen haben. Meine Kollegen aus den anderen Landeskirchen, Bundesländern, die rollen die Augen und sagen, soll ich dir mal was zeigen? Und dann zünden die so eine Liste, lassen die einmal durch die Daumen laufen und sagen, hier, die Schule, die Klasse, die Stunden, willst du noch was wissen? Nicht schlecht. Wir wollen ja nicht irgendwie jetzt die großen Rechtsstreite Tag und Nacht führen. Das führt zu wenig. An manchen Stellen muss man es vielleicht auch mal machen. Ja? Aber das Prinzip bringt es nicht. Aber wir möchten einfach mal eine Basis haben, auf der wir reden können und sagen können, das kann doch nicht wirklich im Sinne einer Bildungsidee die Realität sein. Und das schaffen wir nicht im Augenblick. Das ist ganz schwierig. Aber ich glaube, etwas anderes ist auch noch wichtig, jetzt unabhängig von diesen Ausfallsachen, dass in der Bevölkerung eine Initiative gestartet wird, warum Religionsunterricht wichtig ist. Nicht um irgendwelche Indoktrination, sondern weil Fragen der Religion genauso wichtig sind, nicht weniger und nicht mehr wichtig sind als Fragen der Naturwissenschaft oder anderes, ohne das abzuwehren, sondern dass das ein eigenes Genus ist, wo eines Wirklichkeitsverständnisses, wie Sie ja gesagt haben, von dem alle eigentlich leben. Und ich mache immer die Erfahrung mit Erwachsenenarbeit, ich mache hier selbst immer so Gespräche ein, wo vergleichs doch gebildete Leute hinkommen, die eigentlich sonst gebildet sind, die in all diesen Dingen, auch was Religion betrifft, dann vielleicht auch auf einem Stand sind, von dem sie gesagt haben, naja, der ist doch heute lange überholt, so ist es. Also die Welt ist so, der Schöpfungsbericht in der Bibel ist wörtlich zu nehmen. Und dann soll man das denn glauben? Also gar nicht diese Differenzierung kennen. Da fehlt in unserer Gesellschaft ein ganz wesentliches Bildungselement, so dass Eltern auch sagen können, Kinder, das ist was Wichtiges. Ihr erfahrt dort keine Indoktrination und ihr erfahrt da nicht irgendwas, was von anno dazu mal ist, wir haben das ja alles aufgeführt, was das heißt. Nur das Verständnis dafür ist in unserer Gesellschaft, und zwar auch auf einem relativ hohen Level der Bevölkerungsgeschichte, wirklich unterbemittelt. Und deshalb ist dieses, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Aber das ist doch gerade jetzt die Verbindung zu dem, was Sie gesagt haben. Ja, natürlich. Wir haben hier, der Begriff stammt ja nicht von mir, einen seit 20 Jahren, sage ich mal, tradierten religiösen Analphabetismus, der dadurch entsteht, dass es einfach nicht unterrichtet worden ist, über einen längeren Zeitraum, der jetzt dazu führt, dass das inzwischen die Elterngeneration ist, die einfach, genau wie Sie geschildert haben,
Die Defizite sind einfach da. Da ist eine Entwicklung stehen geblieben oder gar nicht weitergegangen oder was auch immer. Da passt ein Spruch unseres Landesrabbiners dazu, der anlässlich irgendeines jüdischen Feiertages, ich weiß nicht mehr welchen, saßen wir im Gottesdienst und es fiel uns auf, dass ein, der natürlich auf einen Schultag fiel, aber wir hätten ja die Möglichkeit der Unterrichtsbefreiung gehabt, aber es hat von den Kindern und Jugendlichen bzw. deren Eltern so gut wie niemand in Anspruch genommen. Und dann sagt er, ja, wenn wir jetzt alle diese Eltern ansprechen, dann würden sie alle zustimmen, dass es enorm wichtig ist, dass ihre Kinder etwas von Moral und falsch und richtig lernen, aber um Gottes Willen, dass sie dafür eine Stunde Mathematik verpassen. Es ist, sagen wir so, ich fühle mich ein bisschen unwohl mit dem, was ich sage, aber ich sage es trotzdem. Alle, die hier sitzen, habe ich das Gefühl, haben eigentlich ein gutes Gefühl dafür, wie wichtig der Religionsunterricht ist. Und jetzt frage ich Sie, Sie müssen nicht antworten, nur mal Sie fragen, haben Sie auch schon mal eine Situation gehabt, wo Sie sagen, wenn das der Religionsunterricht ist, dann weiß ich nicht, ob es gut ist, dass meine Kinder dahin gehen oder ob sie nicht besser Englisch oder Mathematik machen. Ja. Und ich sage das so deutlich, weil ich sage, hier ist doch ein Zündelschluss. Wenn wir aber eben, und wir haben so eine Umfrage gemacht übrigens, weil ich sage, 2007 haben wir eine Umfrage gemacht, die mussten wir aber über die Schulaufsicht bringen. Wir durften nicht an der Schule einfach fragen. Und in der Schulaufsicht des Ministeriums sind uns bestimmte Fragen gestrichen worden. Wir durften eben nicht nach Ausfallziffern fragen, nur zur Information. Deswegen sind diese Zahlen ausgesprochen schwierig zu interpretieren. Wenn wir in manchen Schularten einen Anteil von über 50% nicht qualifizierter Lehrkräfte im Fach Religion haben, dann ist es nicht verwunderlich, dass das Echo auf diesen Religionsunterricht nicht so richtig grandios ist. Ich sage mal, ich erkenne diese Leistung von sogenannten fachfremden Lehrern an. Die meisten sind mit hohem Engagement bei der Sache. Und wie immer im Leben, nicht immer ist Engagement in der Lage, Qualifikation zu ersetzen. Und natürlich kann das Echo auf einem Religionsunterricht nur so gut sein, wie die Lehrerinnen und Lehrer sind. Und da haben wir im Moment ein Problem. Aber das hängt nicht nur von der Qualifikation ab. Also es gibt überall es gibt überall gute und schlechte. Es gibt ich würde auch bei manchen Predigten sagen, da gehe ich nie wieder hin. Also, aber da können Sie wählen. Bei der Schule haben Sie die Wissenschaft. Und ja. Es gibt auch Mediziner, die Unfug machen und trotzdem wird keiner die Medizin anzweifeln wollen. Wird gesagt, wir brauchen die dringend. Ne? Also so, es gibt ist einfach wir brauchen Religion nicht. Und was Sie vorhin gesagt haben, auch mit religionsübergreifend, das ist ja so meint ja nicht, dass wir die alle einbeziehen, sondern meint, wir brauchen die Religion nicht, wir brauchen nur die Moral. Nur die Moral und als ob die Moral objektiv zu bestimmen sei. Und die Leute, auch wenn sie dann über das Grundgesetz mit der Würde des Menschen, muss man nur sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn es dann um konkrete Entscheidungen geht, wie um mit Umgang mit vorgeburtlichem Leben oder nachgeburtlichem Leben oder am Ende des Lebens, wird sich immer zeigen, dass es auch im Blick auf die Würde-Definition unterschiedliche Auffassungen gibt, die auch sehr ernst zu nehmen ist. Also wenn jemand nur Religion haben will, weil er genau wissen will, so und so muss ich leben oder so und so muss ich machen, das ist schon ein Defizit. Die Religion gibt nicht genau an, so und so geht es. Und diese Dinge, das ist aber oft, haben Religionen auch den Eindruck erweckt, auch die christliche. Das wollte ich gerade sagen. So. Deswegen bin ich mir ganz appelig, wenn mir Leute sagen, na ja, Sie müssen doch keine Sorgen machen, wir brauchen die Religion noch für die Wertevermittlung. Naja. Ich sage, höre ich natürlich auf einer Seite gerne, aber auf der anderen Seite kommt man ziemlich schnell auf den Trichter, dass man für die Wertevermittlung nicht die Religion braucht. Man könnte auch irgendeine andere Weltanschauung nehmen, denn die Welt ist erst die zweite Stufe in der Welt. Man muss erstmal ein Gesamtverständnis von Leben entwickeln. Und da ist die Frage, ist das ein religiöses oder ist es ein christliches oder ein anderes oder ist es irgendein anderes? Und man kommt sehr schnell auf den Trichter, nö, die Wertevermittlung können auch andere. Natürlich. Ja, ist auch nicht schlimm, dass sie es können. Soll gar nicht schaden. Nur, das ist ein ganz gefährliches Glatteis, auf das man sich begibt, zu sagen: Gott sei Dank, wir haben sozusagen den Rettungsanker der Wertevermittlung. Das geht ruckzuck und futsch ist es. Ja, das Werte haben sich ja auch entwickelt. Aber es ist hier immer so ein Usus, dass um 9 Uhr die Schotten dicht gemacht. Ich habe auch so lange geredet, deswegen haben wir auch Zeit. Wir nochmal ganz herzlichen Dank. Sie haben enorm an Diskussionen was angeregt. Ihnen auch herzlichen Dank.
dafür. Und wer noch draußen ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder auch ein Glas Wasser trinken will hier im Forum, kann das gerne tun. Da kann man sich noch ein bisschen weiter unterhalten. Ihnen erstmal vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und eine behütete Nacht. Ja.